Mordi kommt auch gleich mit dazu. Ich habe mir nur gerade etwas Schokolade geholt. Ja, Schokolade. Ich habe aufgehört mit Süßigkeiten. Gut für dich, ich nicht. Das Einzige, was ich an Süßem esse, ist mein viel zu süßer Kaffee, den ich hier vor mir habe. Ach, du hast da etwas Kaffee in deinem Zucker? So ein bisschen. Ist er noch flüssig oder ist er schon schleimig? Manchmal ist er ein bisschen schleimig. Das muss ich machen. Ja, das ist wirklich. Es ist löslicher Kaffee von einem Pulver, mit einem Pulver. Ich glaube, die Marke, die ich jetzt trinke, nicht mehr, aber ich glaube, früher, das darf man da so öffentlich im Stream gar nicht mehr sagen, aber ich glaube, die Marke früher, das Pulver, was ich vorher getrunken habe, ist von einer gewissen Marke, die hier. Nestle gehört alles. Ja. Ich wollte jetzt den Namen nicht nennen, aber. Um Das nicht ist gleich doch gecancelt zu scheißegal, werden, denen gehört aber. eh alles. Ich wollte sagen, Von trinken. was denn? Von Wird gerade X? eine. Ich wollte gerade sagen, eine Firma, Hast du da X von X? die Trinkwasser in Afrika aufkauft. Und hier Lazarus. Was als. Willkommen zurück. We meet again, as predicted. I shall Kannst be du irgendwie here Modi in thy töten? camp for whenever thou hast need of my services. Wie kann ich andere Abenteurer aus meiner Gruppe entfernen? Ah, gut. Wie kann ich Modi töten? Nee. Spaß. Doch andere Abenteurer aus der Gruppe entfernen musst du doch, damit ich wieder reinkomme, oder? Ach, du bist noch gar nicht drin. Nein, du hast mich noch nicht eingeladen. Deine Karte stand da schon so rum, deswegen dachte ich, da habe ich vergessen, dich einzuladen. So, hier hast du eine Einladung. Jetzt hätte ich ihn fast angegriffen. Kannst du wieder deinen Charakter schlüpfen oder wie sieht Das das sehen wir aus? gleich. Wäre dumm, wenn ich jetzt einen neuen erstellen müsste. Schokoladenpapiergrasche. Geh mal mit Schattenherz reden. Passiert. Oder kann ich Karl auch irgendwie. Wie ist die Chance, dass ich Carla romanzen kann? Hoch. Hey, Sie muss nur Soldier. ihre Story spielen. Dann lass uns ihre Story spielen. Ja, das haben wir sowieso vor. Ja, ich kann Depends wieder on mich the selbst type. spielen. Ice devils hate an inferno, Und but that's an easy Astarion, one. der überhaupt nichts an Orthons Rüstung mehr love konnte, ne? projectiles. Ja, What they genau. don't love is getting their bombs lobbed Aktuell den right back in their Müssen wir dem mal ein faces. paar Rüstungen besorgen. Demons, on the other hand. Every demon is Ah, absolutely nö, singular. You ich can't gebe ihm ever think später you've got leicht them typed gerüstet. out. Sharp instincts, sharp weapons and a knack for Alles easy. improvisation. That's the only way to survive him. Wie gesagt, mein Anyway, ich rede Charakter geht gerade sehr hier mit stur Kader, auf also. Schattenmönch. Funny you should ask. I was just thinking about what would have become of us without that Nautiloid. I mean, I know where I'd be. Trapped in Avernus still, with the Blade of Frontiers on my tail. But what about you? Ich wäre zu Hause ohne die kleinste Sorge. Ich würde mitten in irgendeinem Abenteuer stecken, völlig unbedarft. Es ist so viel geschehen, ich kann mich kaum mehr an das Leben vor der Entführung erinnern. I can picture you getting mixed up in some outrageous Ich würde shit. gegen Urien kämpfen. Giants, Und dann gegen alle Stallwachen in beholders, der Stadt. Thanes, the works. Maybe once we've wrapped up the current shenanigans, we'll rest a bit and find some new heap of trouble to throw ourselves at. Und ich hatte gerade so einen Traum, da sind, da in dem Traum bin ich als ein elfischer Barde irgendwie durch Baldur's Gate gelaufen, wurde von allen Stahlwachen und allen Wachen angegriffen. Dann haben wir Urien bekämpft und war ziemlich dramatisch.
Es gibt ein Achievement, das heißt, dass man mit Kratzer abortieren machen muss. Gibt's da irgendwas? Nimm dir einen Ball und dann wird das. Wo finde ich einen Ball? Bei Händlern oder in der Welt? Gibt's hier irgendwo einen Stock oder einen Knochen? Du hast letztes Mal einen Knochen geworfen. Ja. Habe ich irgendwas derart in meinem Inventar? Ich kann auch einen roten Apfel werfen. Ich kann eine Harpie werfen. Wirf mal einfach einen Apfel. Oh ja, ich kann die Harpie werfen. Los, Kratzer, fang! Los, Kratzer, hol es! Hol es! Ach, Kratzer, hier, du sollst die Harpie holen. Ich hab die Harpie geworfen. Ich schmeiß mal eben den Stuhl. Oh. Schade. Ich guck mal, vielleicht habe ich irgendwas Kleines im Inventar. Aber er reagiert drauf, wenn ich was werfen will. Auf dir. Moment. Komm, hol den Apfel. Ja, ich mach mal kurz einen overpowerten Speer, ne? Warte mal. Okay, den Apfel rührt er sich nicht. Ich habe den Apfel durch den Boden geworfen. Ich lasse die Harpie da mal liegen, wenn es nicht so. Wenn es dir recht ist. Alles gut. Knochen kann ich vielleicht werfen. Kratzer. Ja, komm. Wo ist? Ja, er hat's geholt. Aber ich glaube auch, dass das hat Schieben gekriegt. Ich habe nichts angezeigt gekriegt. Ich glaube, ich wirklich den Ball. Er hat's geholt. Aber die Harpie hat er nicht geholt. Hol die Totenschädel. Los. Ah, er holt den Totenschädel. Ist ja süß. Okay, es geht also mehreres. Kann ich den Kelch werfen? Ne, der ist durch den Boden geklitscht. Das stimmt fast nicht. Kann ich meine Attribute noch mal anpassen? Dann lass uns mal weitermachen. Später, ich brauche erstmal Gold. Ja. Ich lasse die HP hier liegen, oder? Hast du was gegen? Die habe ich extra dir mitgebracht. Ist schöne Deko auf dem Boden. Mhm. Ich werde hier noch mehreres lagern. Es wird dann am Ende so aussehen wie bei mir im Hotel. Das ist dann am Ende. So, der Boden von der Soul Coin, right? Thing is, I think I can use it. My engine can. Soll ich ihr die Soul Coin geben? Zaryl used to top me up every now and again, when she wanted me to go after an especially wicked target. Hör auf zu rascheln. Habt ihr einen Münzschlitz im Herzen oder wie? Sort of. Next time we find ourselves toe to toe with something we want to squash, drop a coin in. See what happens. Drop a coin. Drop a coin to your Baba. Was? Das war schrecklich. Soll ich ihr sagen, dass sie jetzt eine Münze ausprobieren soll, oder soll ich das lieber im Kampf machen? Well, it's not the kind of thing I'd like to squander, see? A soul coin is a precious thing. Better used to find evil than she. Nee, die ist überhaupt nicht wertvoll. Ich habe in dem anderen Spielstand habe ich schon 5 davon. Und doch, die habe ich nie genutzt. Aus irgendeinem Grund. Ja, ich spiele. Das müssen wir mal dran denken. Was wollen wir denn nachgehen? Einfach weiter Kunden erstmal. Jetzt haben wir ja zuletzt Karlach geholt. Wir wollten das Dorf zuletzt als nächstes machen. Du willst das Dorf machen, dann lass uns das Dorf machen. Ich will das Dorf machen, genau. Da gibt's so eine Windmühle mit einem. Mit einem Goblin dran. Gnome, ja, wobei, wir können auch die Gnolle oben machen.
Hier ist durch eine Schatztruhe. Hast du gerade runtergesprungen? Okay, cool. Dann gehe ich mal da runter mit dir. Ich weiß, dass hier eine Schatzsuche ist. Vielleicht hat hier irgendjemand eine... Mein Wurf ist gerade missglückt. Lauf du mal hier lang. Mhm. Ein Wahrnehmungswurf vielleicht irgendwo. Ein Überlebenswurf. Nö. Okay, wo geht's lang? Da hoch oder? Nee, zum Dorf geht's nach, ich würd nach mal unten. Nach rechts. Ich würde mal legit einfach hier rein. Ah, du willst zum Dorf. Ja, komm, wollen wir das einfach erstmal hier lang. Wollen wir das Böse spielen? Wollen wir einfach. Wollen wir den friedliebenden Goblin. Wollen wir den ans. Wollen wir den mal fliegen lassen oder was? Das können wir später machen, ja. Was machst du denn? Ich hab die Tür aufgemacht. Oh Gott. Oh oh. Hi. Ich glaub, mir geht's nicht so gut. Kommt Astarion irgendwann auch mal, oder? Nee. Hab ich einen Heiltrank oder so? Ja, ich hab einen Heiltrank. Da brauche ich aber mehrere von. Und zwar alle. Here we go again. Ich meine... ich habe ja noch Heilzauber. Ich meine... Hast du irgendwie Heilung, dass ich meinen Heilslot verbrauchen? Sechs Heilung reichen nicht. Ich verbrauche meinen Heilslot. Ich werde noch sterben, bevor wir zum Ende kommen. Ich brenne. Ist hier irgendwo Wasser? Hi. Das sind Leute. If we don't deal with them gnolls, none of us are getting out of here alive. Überzeugen. Das war ein Erfolg. Fine. Money's useless to dead men. There. You are fairly bought and paid for. Let's take them. Something over there. Gegen wen kämpfen die da? Ich bin hier gerade eventuell am Truhe öffnen. Und hab's eventuell verkackt. Was passiert da? Modi. Ich öffne hier gerade Truhen. Na komm. Okay, ich kann die Truhe nicht öffnen. Still on my feet. Es sind ein paar Gegner. Ist noch ein Discord drin? Ja, ich bin. Entschuldigung, ich habe mein Mikrofon anscheinend gemutet. Ja. Da ist ein bisschen Nebel hier. Ich bin so schon ziemlich gedamaged, also. Überleben wir das? Alles gut, ich habe hier einen Haufen Dunkelheit hingemacht. Das heißt, hier drin. Ach, das warst du. Vorteile und.
Ja, das war ich. Ich spiel einen Schattenmönch. Aktuell. Scheint so, als wäre ich nicht dran. Survival is all that matters. Karlach macht die mit, ist sie mit dabei Karlach oder? Karlach steht Karlach da. Du musst sie erstmal in den Kampf bewegen. Ja, wo ist denn die? Achso, da hinten, die steht da hinten rum. Die steht da hinten. Na, komm mal mit hier. Da ist sie. Nimmt jetzt auch teil. Jetzt bin ich dran. Jetzt mach die Hyäne zuerst fertig, das ist wichtig. Erst auf die Hyäne. Ich muss jetzt erstmal mit den. Was habe ich denn, was ich nutzen kann? Nahkampf. Entweder ich sag die Hyäne. Ja gut. Ich kann Musik spielen. Take the leader down. We'll try to hold the rest back. Der Rugan ist dran. Wenn wir Glück haben, überlebt er sogar kurz. Karlach versucht jetzt auch mal teilzunehmen. So, wo ist denn der Anführer? Okay. Die halten nicht sehr viel aus. Nee. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich einen Magic Missile habe nicht treffen sehen. Tja. Oh, das Schwert, ich wusste nicht, dass das geht. Sicher? Ist nicht beim Orientkampf vorhin auch was tierisch daneben gegangen? In meinem Traum? Nee, das war nur ein Versuch. In meinem Traum, in dem Magic ich Missile ist 100% habe. Zauber, der trifft immer. Scheinbar nicht. Selbst um Ecken und sonst was. Scheinbar nicht, Molly. Mal treffen. Scheinbar nicht. Der Zauber hat gefälligst immer zu treffen. Ich habe hier gerade den Schäfer vor mir. Das ist nicht gut, weil ich bin. Warum kann ich nichts tun? Fuck yes. Ich kann nicht angreifen. Ich bin irgendwie. Achso, ich bin nicht dran. Da kann es liegen. Ich sah gerade kurz aus, jetzt wäre ich dran. Ich bin's als Profi. Jetzt nämlich. Donner des Niederstrecken. Okay. Karlach hier ihren persönlichen Kampf. Er ist vorbei, der Kampf. Magisches Bewusstsein, was bringt das? Kampfrausch. Sie kann Magie aufspüren. Wilde Magie wird aktiv. Ja, Rankenwachstum. Ist nützlich, ist jetzt um sie herum schwieriges Gelände. Für Gegner. Trotzdem am Sterben. Alles gut.
Wir hatten die Sequenz gar nicht. Welche Sequenz? Jetzt hast du die Leiter kaputt gemacht, na toll. Okay, Karlach ist dran. Dann gehen wir vielleicht mal. Gute Arbeit. Und jetzt kann die hier vielleicht. Oder auch nicht. Im nächsten Zug dann halt. Ich habe keinen Fernkampf. Ja, für meinen Charakter geht nicht drauf. Ja, danke. Und jetzt bist du dran. Alles gut, das passiert manchmal bei ihm. So, dann muss ich mal leider meine Runde nutzen. Okay, kann ich nicht. Ich kann mich nicht heilen. Was kann ich überhaupt? Du kannst dich heilen, du hast Hand auflegen. Ja, das kann ich gerade nicht nutzen, aus irgendeinem Grund. Ja, weil du kannst gerade nichts machen, außer Bonusaktion, weil ich dich gerade gerettet habe. Ich kann das hier machen. Nur weil du etwas tun kannst, heißt es nicht, dass du es tun solltest. Das ist vollkommen sinnlos gewesen. Dann kann ich gerade auch das hier machen. Ja. Na, dann mach ihn da. Ich habe dumme Fehler gemacht, aber ist egal. So, Kampf vorbei. Ich geh mal Astarion aufheben. Wollte ich auch gerade. Leben die NPCs noch? Sieht nicht so aus. Gut, dann nehme ich das hier. Guck mal, ob du die Truhe aufmachen kannst. Guck mal, da drüben ist eine Truhe. Schon dabei. Ist eine 20er Truhe. Auch nicht zu schwer. Ja, habe ich ja schon versucht. Ich gönne mir noch ein paar Versuche. Ich habe genug Inspiration. Warum sind die denn zu schwer zum Aufheben? Die hier, weil hier die. Weil das hier die Spectator-Flasche mit drin ist. Also sprich, die Flasche mit diesem lächerlich overpowerten Monster, das wir am Ende gegen das Elder Brain benutzen werden. Dann kriegt die immer besser auf. Ich glaube, wir brauchen eine lange Rast. Nein, brauchen wir nicht. Also ich bin ziemlich down. Oder hast du irgendeine Heilung? Ich kann keinen weiteren Kampf durchhalten, Molly. Jetzt bin ich auch noch ein Säure. Mal einen ganz tollen Trick. Ah. Fantastisch. Ein ganz toller Trick. Ich hab einen sanften Brief, einen harten Brief und eine persönliche Nachricht. Welchen soll ich dir als erstes vorlesen? Willst du den harten oder den sanften Brief? Ich und guck dir erstmal die Sequenz an. Welche Sequenz? Ziemlich düster die Szene. Ich krieg wieder Blackscreen, ich kann die Szene nicht. Du bist doch ziemlich schwarz. Die Flasche untersuchen. Ich hab einen Blackscreen, ich sehe nichts, das Spiel ist schwarz bei mir. Ich sehe nichts. Bei mir ist auch ziemlich schwarz, guck mal in den Stream. Ist nix. Ich sehe es auch nur ganz. Nein, ich meine damit, ich habe keine Option, ich habe kein UI, ich habe nichts. Ich habe einfach nur schwarz. Dann versuch auf. Du hast jetzt drei Möglichkeiten: Arkane, Kunde, die Flasche und suchen, den Stöpsel ziehen oder die Flasche wieder verstauen. Klick auf irgendwas. Ich habe auf Escape gedrückt und ich kann jetzt nicht mehr auf Fortsetzen drücken, weil das ganze Ding hier alles verbuggt wie die Hölle ist. Okay, so. Das ist scheiße. Drück mal Enter. Drück bitte nicht auf den Stöpsel ziehen, sonst löst du es gleich aus. Du hast eine 50-50 Chance, dass das hier. Ah, Arcane-Kunde. Okay. Einmal würfeln bitte.
Ah, hier. Eine 3. Du weißt nicht, was mit der Flasche los ist. Ja, ich meine, ich kann das so ein bisschen. Du kannst da neu würfeln. Ich hab's gesehen. Es dauert nur ein bisschen, weil ich halt. Ja, okay, das war was. Minus 1. Ach, das ist doch scheiße, sowas. Aber ich sehe irgendwas. Ich sehe bei mir ist auch schwarz. Capable of trapping and holding a creature. The sealed stopper suggests it is inhabited. Aha, kannst du jetzt wieder was sehen? Ja, jetzt kann ich wieder nochmal weitermachen, aber es ist halt einfach scheiße. Es war auch gerade bei mir kommen, was zu sehen aus irgendeinem Grund. So, wollen wir jetzt. Zwei Handwaffen? Wollen wir jetzt da hoch oder? Don't waste a step. Wo geht's jetzt weiter? Ja, sofort. Moment, ich rüste nur kurz mein Zeug halt wieder richtig aus. Fangschlinge der Natur hatte ich, glaube ich, drin. So, und den Flegel, den kriegt das Tarion, weil der ist lustig. So. Hier haben wir alles mitgenommen. Sollen wir mit den Toten reden? Wenn du machst. Ich bin hier oben am Aufräumen. Alles klar, ich rede mit den Toten. Wenn ich irgendwo hier die NPCs auch finden würde. Da unten. Ich habe eine verfaulte Zitrone gefunden. Gut. Bringt nichts. Was möchtest du gern wissen? Warte. Das hier wäre interessant. Ich dachte, sie wurden von Gnollen getötet. Ah, interessant. Hat sonst doch jemand die Gnolle überhebt. Wir können so einen D&D-Film-Sache draus machen. Was ist eure Lieblingsfarbe? Hm. Chest locked. Dangerous. Du hast 5 Fragen frei. Wie bist du gestorben? Holly. Durch einen Pfeil. Xandrum Agent. Es hat nicht ganz für 5 gereicht. Ich guck mal, ob ich Google noch befragen kann. Oh nein, der ist verbrannt. Kann man nicht mehr. Schade. Schade. Es gäbe vielleicht ein schönes Schreien. Oh, ich habe einen Schlafsack gefunden. Oh, ich habe mich schlafen gelegt. Das ist schön. Oh, hier sind Tränke drin. Hier ist Kleidung drin. Offene Ketzerei. Brauchst du noch einen Schlafsack? Nö. Aber hier ist noch ein. Hier ist ein Hut. Den Hut würde ich nehmen. Hut mit Krempe. Kannst du gern haben. Ja, ich habe noch einen Holzkoffer hier hinten. Straßen. Bisschen nett. Straßen Straßenstaubgraue Kleidung. Aha. Kann du vielleicht einfärben irgendwann. Hast du noch Färbemittel bei dir? Aktuell nicht. Kriegen wir aber. Dann zieh ich das erstmal an. Problem, wir kommen hier nicht mehr weg. Du kommst hier nicht mehr weg. Ja, ich komme hier nicht mehr weg. Zu schlecht das Stärke-Score. Das ist ungut. Weil das Multiclassing dir leider auch immer die Attribute auf Empfohlen zurücksetzt, was ein bisschen beschissen ist, aber...
Geht schon. Danke für gar nichts. Soll ich da auch mal rüberkommen, oder? Ist man allein dort fest? Ich meine, wir können jederzeit schnell reisen, aber ich versuche gerade hier ein bisschen zu cheaten. Ich sitze jetzt mit dir da drüben fest. Karlach ist ja noch drüben. Also. Die hat dann ihr Solo-Adventure, meinst du? Ja, kann man übrigens machen. Ich komme darüber. Man kann ja, Karlach spielen. Du bist auch stark. Bei mir hat Multiclassing ruiniert dir halt erstmal die Werte. Das ist halt ein bisschen schade. Beziehungsweise nicht Multiclassing, sondern Respecken. Das macht halt alles nicht holen. Kannst nicht fliegen oder sowas irgendwie? Das ist kein Magier. Nö. Aber Gale kann fliegen oder nicht? Natürlich. Der ist nicht dabei. Achso, ist das Darion. Im roten Gewand. Ja. Wie gesagt, der ist aktuell Necromancer. Kann dich verdammen. Vielleicht hilft das weiter. Nö, Turm hat gereicht. Gut, hier gibt's nichts mehr. Lass uns ins Dorf gehen und einen Gnome abfeuern. Mit der Winden wieder. Wollen wir das jetzt wirklich böse spielen und da. Und. Den Leuten im wir Dorf. Wir können uns mal den. Also, ich bin dagegen, dass wir uns den Goblins anschließen, weil die Goblins sind immer scheiße. Also, ich würde gerne. Aber später könnten. Ich würde gerne Mintara im Team haben, irgendwie im Lager. Das wäre vielleicht irgendwie interessant. Okay. Dann spielen wir böse. Aber ich würde ungern gegen die Goblins, ich würde ungern gegen die Leute, gegen... What does it mean? Also ich will ungern doch mal gegen die Goblins im Lager kämpfen, ich will da nicht, dass wir das irgendwie... Es gibt die Möglichkeit, sie ins Team zu holen und gleichzeitig gut zu spielen, aber es ist sehr schwierig und bug-using. Also entweder du willst sie, dann spielen wir böse, oder du willst sie nicht und dann spielen wir normal. Hier ist die Hand des Bals. Lass uns von Situation zu Situation entscheiden. Ist da. Alles klar. Ab ins Dorf. Also chaotisch neutral. Ja. Da drüben ist. Wo war das Dorf nochmal? Das war hier unten. Ja, ich gehe schon in die Richtung. Ich versuche nachzukommen. In welche Richtung bist du gegangen? In Richtung Dorf. Ich komme jetzt auch nach, glaube ich. Eventuell. Leg mal deine Schokolade weg. Das nervt. Okay, da unten geht's. Was machst du da gerade? Bist gerade schon am Event beigetreten? Ich rede nur mit Toten. Mach das, bringt eh nichts. Okay, ich bin hier schon über die Brücke rüber. Was rennst du schon vor, ey? Hab doch mal ein bisschen Geduld. Ins Dorf. Kämpf schon mal gegen die Trolle hier. Nein. Lass das bitte. Mach doch bitte nicht immer dein Zeug alleine. Wollen wir nicht die schäbige Holztüren aufmachen? Und da mal reingucken. Die Scheune hier. Lass das mal Karlach machen. Okay, kann ich machen. As you approach, a guttural scream and a succession of quick bangs rattle the door. Then a low moan. Someone or something is having a bit of fun.
Go away! What the hell are you doing? Das ist nur ein 15er Wurf. Schaffen wir nicht. Ja gut. Puny? I'll show you, puny! Wind. Smash! Ich sag doch Kampf. Schade, er hätte auch ohne Kampf gehen können. Ja, ich weiß. Na dann, auf geht's. Du bist dran. Ich weiß, ich geh schon. Mach's alle. Hauen wir erstmal ein solides Darkness rein. Get out! Out! Okay, ich sollte eventuell mal reinkommen. Soll ich mich um die Rose kümmern? Kann ich nicht. Kann ich überhaupt irgendwas? Ich bin Bewegungsrate. Das ist wirklich das Magic Missile nicht trifft zweimal hintereinander. What the fuck? Sie ist nicht in Sichtweite. Na toll. Was auch immer ich da gerade gemacht habe. Ein Fehlschlag, fantastisch. So muss das. Du bist dran. Ich weiß. Wilde Magie. Jetzt bin ich dran. Versuchen wir mal das hier. Scooby tot. Bevor man angreift. Immer looten. Sie hat ein bisschen Gold bei sich. Ja, die haben nicht viel bei sich, die sind nur für die XP da. Und sie hat ein genutztes Kondom bei sich, was? Nein, das wurde noch nicht erfunden. So. Ich level mal. Er hat ein Elixier des grenzenlosen Fokus bei sich. Der Typ, der hier. Das ist korrekt. So vielleicht der Leiche. So leveln. Naja, wir nehmen später den Ring. Mal schauen, wie ich hier leveln kann. So, zwei Waffen brauche ich. Aha, ich kann Zauber vorbereiten und ich kann Talent. Okay, Zauber vorbereiten brauche ich nicht, habe ich schon. Was soll ich denn machen? Soll ich zwei Waffenkämpfer machen? Nee, ich soll mich auf eine Waffe konzentrieren. Du bist Paladin. Ich würde dir Stangenwaffenmeister empfehlen. Mhm. Stangenwaffenmeister. Ja. Wenn du mit einem Kleve, einer Hellebarde, einem Kampfstab oder einem Speer angreifst, kannst du eine Bonusaktion verwenden, um mit dem anderen Ende der Waffe anzugreifen. Wenn ein Ziel in Reichweite kommt, kannst du auch einen Gelegenheitsangriff ausführen. Aber ich kämpfe mit einem Schwert.
Nein, ich hab dir gerade einen sehr starken Speer reingezogen. Ah, ich kämpfe mit einem Schwert. Mit zwei, ich habe im letzten Stream schon Zweihandwaffen gelevelt. Das ist da schon. Ja, und ein Speer ist eine Zweihandwaffe. Aha, also mach ich das. Ja, Stangenwaffen werden mit zwei Händen geführt. Die machen. Du kriegst dadurch den Benefit von beidem. Zumindest müsstest du das. In Kleve gibt's da gibt's später diese magischen. Okay, Kardach, Talent. Soll ich mal auf C gehen? Das könnte bei einem Barbar ganz gut sein. Treffpunkte Maximum. C brauchst du nicht. Ich würde. Tavernenschläger. Meine Stärke und Konstitutionslevel leveln. Ich weiß nicht, willst du ja nicht Zeug schmeißen, oder? Also würde ich zum Damage-Dealer machen, dass die draufhaut. Ja, mach mit einem Angriff, dass die kritischen an, dass die mit einem Schlag Crit macht. Du musst klassische Barbar draufhauen und droht. Ich wiederhole, wilder Angreifer, was ist das nochmal? Guck gerade in deinem Wilder Spiel. Angreifer. Überwachter. Wann immer du einen Nahkampfwaffenangriff ausführst, würfelst du zweimal mit deinem Schadenswürfeln und verwendest das höhere Ergebnis. Ja, das ist Vorteil auf Schaden. Das ist extrem overpowered. Das haben normalerweise nur Halborks, aber die sind ja hier nicht vorhanden. Ein wilder Angreifer war das. Das ist extrem stark, ja. Okay, dann nehme ich das mal. Ja. Apropos, ich hab hier noch ein Schild, falls du das möchtest. Ich hab eine Schweinelende. Wenn ich zwei Handwaffen habe, kann ich keinen Schilder nehmen. Ja, ich hab dir nur eins gegeben, falls du zwischendurch mal wechseln möchtest. Du hast mir gerade schon wieder ein Speer genommen, das ist laut deiner Zweihandwaffe. Soll ich den Speer jetzt gleich nehmen? Vision der Absoluten. Aha. Dann machen wir doch Absoluten Wand. Aber der ist schlechter. Ich meine, das Ding ist halt. Der ist halt immer noch schlechter als die Immerglücklinge. Wird die Immerglücklinge. Dann benutzt weiterhin die. Wird immer Glücklinge. Das ist halt für später werden. Wichtig, weil Speere gibt es sehr starke. Tötet absolute Nacht, Chance auf Blenden. Bestimmten Kreaturen mehr als zwei Augen, Stichschaden. Ja, die Immerglücklinge ist halt ziemlich geil. Die macht halt auch nur Feuerschaden. Ich behalte die Immerglücklinge erstmal. Bisschen besser. Dann schieb mir den Speer doch gerade wieder zurück. Dann. Ich hab grad drauf gelevelt. Ich werd den Speer noch behalten. Wenn du ihn behalten möchtest, dann behalt ihn. Ich meine nur, wenn du ihn gerade nicht benutzt, weil ich kann zwei Waffen aktuell führen. Also zwei normale, das heißt. Ja. Dann mach das. Schiebe ich den hier wieder zu. Vielleicht finde ich irgendwann einen mächtigen Speer, den ich dann auch benutzen kann. Spätestens in Akt 3 den werfbaren, den man beim Genie kriegt. Spätestens dann, weil der ist extrem stark. So, wollen wir hier mal lang? Ja, sofort. Moment. Zur Windmühle müssen wir mal gehen. Gibt's eine interessante Sache? Wir gehen einfach mal durch das Dorf und gucken, was passiert. Wie wäre das? Ich loot hier schon mal ein bisschen. Ich würde einmal. Naja, die Goblins oben machen wir noch nicht, würde ich sagen. Nicht? Wir gucken erstmal den Rest. Nee, wir machen erstmal den Rest vom Dorf. Goblins. I can smell trouble ahead. Was haben wir denn hier? No hesitation. Hast du gerade was auf mich geschmissen? Eventuell in deine Richtung. Hier schwebt was in der Luft. Ja. Ein bisschen Alk.
ist ziemlich epische Musik gerade. Und die Sachen landen nicht in meinem Inventar, die ich aufhebe. Das ist interessant. Oh, ich habe eine Zenoniten-Halskette. Ja. Ich hole mir mal kurz einen Verbündeten, beziehungsweise Dingens. Dingens dann Vertrauten. Okay. Oh, eine Krabbe. Hexpfeil. Was ist mit der Krabbe los? Die Krabbe ist unsers. Die gehört zu uns. Okay. Brauche ich nicht anzugreifen. Ne? Ah, da ist die, das sind die Fernkampfwaffen. Was ist hier mit dem Spinnen jetzt los? Wir können ja mal gucken, was passiert, wenn ich hier einen Feuerpfeil drauf setze. Nicht viel. Sicher? Soll ich da mal runter, oder? Ja. Kann ich gar nicht. Du kannst springen. Ungültiges Ziel. Ich konnte springen. Dann kannst du das auch. Weg ist unterbrochen. Ich kann nicht springen. Ah, jetzt. Und danach nach. Ja, die ist nach. Oh, okay. Wo sind wir hier gelandet? Eine leere Kiste. Hier ist ein Amboss, kann ich den werfen? Das ist eine Schmiede, hier kann man tatsächlich starke Waffen später machen. Oh, So. Ha, infernalisches Eisen. Das könnte Karnach gebrauchen. Später. Daraus kann man sich ebenfalls Dinge herstellen lassen. Ich mach den Ofen schon mal an. Kommen wir hier später nochmal zurück? Du kannst jederzeit hierhin zurückkommen. Im Akt 1. Open up. Da ich weiß, was man hier tun muss, habe ich mir jetzt mal gespart. Wobei ich glaube, ich muss die Schmiedenotiz später lesen. Ich nehme hier jeden Scheiß mit. Alles gut, tu das. Ich habe dann wieder ein zugeknicktes Inventar. Viel Schrott. Diebeswerkzeug. Ich hätte hier auch ein Schwert aus Schmiedestahl, vielleicht für dich. Aha. 5 bis 10 Schaden, Waffenverzauberung plus 1. Ich schieb's mal rüber. Oh, ich hab die mal umplatziert. Die ist jetzt durchlässig. Existiert nicht mehr. Sie fand das. Ich hab die. Hätte doch ein Barbar spielen müssen. Alles gut. Achtung, Stuhl. Gibt's hier noch irgendwas, was interessant sein könnte? Ich glaube nicht. Ah, eine Wand. Ja, Mensch, was ist denn da? Vielleicht sollten wir die mal aufmachen. Warte. So nicht.
Die Wand ist aktuell gefesselt. Die eine Feuerimmunität, die Wand. Keine Sorge. Die Wand war gefesselt. Die Fangschlingen haben sie aufgemacht. Und wo sind wir hier? Ich weiß nicht. Warst du in deinem ersten Mal etwa auch nicht? Natürlich nicht. Flüsternde Tiefen. Ich weiß. Vielleicht sollten wir jetzt tatsächlich einen Long Rest machen. Ah, wird's schlimm hier oder was? Ja. Gut, wir hatten heute so einen spannenden Stream bisher, deswegen. Wollen wir nicht doch lieber erstmal die Goblins machen und. Ich meine, die Windmühle dort oben? Wir kriegen jetzt erstmal die Juwelsequenz. Hellsfire. She's coming. Oh, können wir die töten, bitte? Nein, wir können später Sex mit ihr haben. Wieso sollten wir? Well, lass mich die bitte töten. Naughty. And you know what happens when you're naughty. Also können wir schon die angreifen. Aber jetzt nicht. God damn it. Wir können die jetzt angreifen. You flatterer. Why, if I had a warm heart. I'm sure it would be skipping. Können wir den vielleicht ohne Hörner bekommen? Den The fount of his power. My pet's been unruly. And his leash needs a yank. We had a deal, Will. But Karlak's still breathing. I've taken more pleasant shits than you, Mizora. And at least those can be buried after. Lass uns die bitte angreifen. By the way, Zariel sends her regards. You told me devils only. Sie bringt doch nichts. She's a tiefling, not a monster. How precious. The little pupsters found his. Sind wir schon stark genug, dass wir die besiegen können, oder? Nein. Wenn wir Tiere sterben. Limited to the infernal, the demonic, the heartless and the soulless. Karlak meets the criteria by virtue of having no heart. Kill me. I wouldn't recommend it. I die and Will turns to a Lemur. And gets sucked right down to the hells. Haben wir vorher gespeichert? Wahrscheinlich nicht, oder? Nö. Will burns in the fires of Avernus. The lightning storms of Dis strike his flesh. His soul passes through each layer of the hells, gaining their essence. Ich dachte, wir wollten Juwel behalten. Wir spielen hauptsächlich nicht seine Story, von daher. Ah, da hat er wieder seine Hörner. Fantastisch. Ja. Kann man den noch ohne Hörner schicke haben? Hörner, muss man sagen. That's better. What the hells have you done? The promise broken. Der tut ja jetzt the auch price nicht. Paid. Ich habe permanent. You know the terms. Ich habe, glaube ich, 5 oder 10 Mal im Netz. 5 bis 10 Mal in meinem Let's Play gefragt, warum. Ist doch unlogisch. Kann der sein, also spätestens nachdem wir ihn von dem Vertrag befreit haben, kann der nicht sich die Hörner einfach. Die Hörner müssen ja noch. Die Hörner müssen doch. Nein, das ist ein dauerhafter Zustand. Er wird in den Teufel verwandelt. Aber die Hörner sind doch, die müssen doch sowas wie, sind doch dasselbe Material wie Knochen. Das ist, müssen wir doch, oder wie Fingernägel, da müssen wir. Der ja, natürlich, er kann die sich runterfeilen. Er könnte sich eine Säge nehmen und sich die einfach absägen dort oben. Das können wir da. Es gibt die Option runtergefeilte Hörner, wenn du dir einen Tiefling erstellst. Also ja, das geht, das sieht halt scheiße aus. Wenn du nicht zusätzlich noch sehr groß bist und eine Steinhand hast, dann sieht das halt wirklich beschissen aus. Just look at me.
Ja, aber da könnte einen Hut drüber anziehen und das würde nicht mehr auffallen, verstehst du? Weil der beschwert sich die ganze Zeit, ich hab die Hörner, das ist blöd. Er riecht auch nach Schwefel, das andere Auge ist verändert, das sieht man schon deutlich. Warlock Pacts tend to be unforgiving from what you know of them. Will was lucky he didn't face a more severe punishment. Aber warum geht das nicht weg, sobald der Vertrag aufgehoben ist? Warum ist das da nicht? Weil das ein dauerhafter Zustand ist. Mist. Dazu müsste er sich erstmal bei einem Kleriker melden, der ihn reinkarniert. Dann müsste er erst mal 30 Jahre warten, bis er wieder erwachsen ist. Aha. Reinkarnation ist ein lustiger Zauber. Conjure armor and cast Eldritch Blasts. Before I was infected, I could even call hell beasts and summon festering clouds. But I promise you, every thrust of my blade and every flame I sparked was for the good of the coast. Was sind die Bedingungen oder was? I can't utter the terms or circumstances of the pact. I can tell you most all else, but the pact, I'm forbidden, unless Mizora permits it. But I'll say this. The moment I pacted myself to Mizora, I have not regretted for a heartbeat. It was my proudest moment. Wollen wir die irgendwie loswerden, die Mizora? Später. The Blade of Frontiers at your calling. Was haltet ihr von Raphael? Ach, egal. Das spielt keine Rolle. Carla, will noch was von dir? Ich bin schon unterwegs. I'll be honest, soldier. Ich check mal, ob er seine Attribute wieder anpassen kann. Will hardly knows me, but he chose my life over his. Been a long time since someone stuck their neck out for me like that. Gobsmacked, really. But grateful. Really grateful. I could learn a thing or two from a man like that. Hopefully we won't turn into mind flayers first. Ach, hier denken wir noch an, dass die Mindflayer uns. Copper for your thoughts. Dass wir zum Mindflayer werden und. We were both part of Zariel's inner. In the ground. Ja, die Geschichte mit Zariel, ich kenne die schon. To hunt me down. Mizora was delighted. I don't know. You think she'd have more important things to do? Devils and their pride. No kidding. The fighting, okay, wir haben genug Geld, dann kann ich das ausprobieren mit Attributen verteilen. Moment. Chick. Ich liebe das Chick von Nette. Man kann tatsächlich die Attribute ändern. Okay, cool. Wollen wir diesmal die Sachen mit der Krippe machen? Das mit Nette. Wir nehmen möglichst alles mit. In Tat, each crack the library was a gift from Vlakith herself. Das habe ich komplett ignoriert. But we may gain total understanding. Die Krippe. Ja, so Stärke, das sieht besser aus. Countless scholars. Brauchen wir eigentlich zwingend einen Mönch? Blöd yet gefragt, we still collect mal hier more. Infinities upon infinities. Du spielst ja, doch nur Mönch. Ja, ich war nur gerade am Respecken, weil ich gern wieder meine Stärke hätte vom Anfang. Kannst aber eine andere Rolle spielen, wenn ihr besser ist. Du hast jetzt gesehen, was der schwierigste Kampf dieses, eventuell das Elderbein noch ein bisschen schwieriger, aber du hast jetzt gesehen, was der Urienkampf ist, also. Ja, das habe ich. Meinst, ich probiere mal ein bisschen mit. Wenn du eine andere Klasse ausspielen willst. Und dann. Du weißt jetzt selbst, was du machen musst, um wenn wir an der Stelle sind, kämpfen zu können. Ich glaube nicht, dass das Elderbein schwerer wird. Yes. So, ich hab meine Stärke wieder. Das war das Wichtigste. And my words, we must find the first symptoms should have long since started though. That is okay, cool. Ich krieg nochmal zusätzlichen Bonus, wenn ich zwei Waffen trage. Nice. Ah, okay. Na, die Vision brauchen wir jetzt. Hast du die Klasse wieder gewechselt oder was? Dann bist du noch Mönch, nee.
Wollen wir jetzt eine lange Rast machen oder was ist der Plan? Ja, wir machen eine lange Rast. Und dann gucken wir mal, ob wir die Sequenz kriegen und das Terran schon beißen kann. Oder noch nicht. Er liegt dort nackt. Wie er einfach nackt liegt. Ja. Nein, noch keine Sequenz. Dann dauert das noch ein bisschen. Oh, Kratzer hat was. Ich geh mal mit Kratzer reden. Dann mach das noch eben. Die beschworene Krabbe. Voll nice. Jetzt kriegst du das Achievement gleich. He relinquishes the ball. It is well chewed and slick with drool. His eyes track the ball avidly. He shuffles on his paws, ready to chase after it. Ich kann den Ball nicht werfen. Das musst du jetzt extra machen. Aber du hast jetzt den Ball. Wenn du ihn schmeißt, dann gilt das als Achievement. Scratch's tongue lolls out happily, his tail wagging even faster. Jetzt musst du den Ball schmeißen und dann kriegst du das Achievement. Kann ich ihn in den Abgrund werfen? Los, fang! Die Krabbe ist super. Inappropriate. Okay, Achievement habe ich noch nicht bekommen. Glaube ich zumindest. Kratzers Ball. Los, fang. Ich weiß nicht, der Ball trifft immer den Will im Gesicht. Ich weiß nicht, was da passiert. Warum magst du ihn nicht? Er ist ein guter Charakter. Ja, er ist lästig. Oh, ist ja schade. Ich kann Lazarus damit nicht abwerfen. Stop that. Und wirf gerne Leute ab. Du bist schon aus dem Camp raus, oder was? Ja, ich warte hier schon die ganze Zeit auf dich. Ich spiele hier mit dem Hund. So, Lu, wo geht's jetzt lang? Du weißt, wo es lang geht hier. Darunter? Ja. Über Spinnnetz? Natürlich. Ich mag Spinnnetze nicht. Something didn't like that. Wir müssen doch jetzt hier nicht gegen Spinnen kämpfen, oder was? Vielleicht. Ich hab ein bisschen. Warte. Zu spät. Oh, du bist in den Kämpfen. Komm mal mit dazu. Muss ich. Ich stehe leider in Reichweite. Ich habe ein bisschen was wie eine Arachnophobie. Hogwarts Legacy war gruselig. Ich warte noch, bis die Krabbe in den Kampf kommt. Aha. Ja, wichtig. Ich muss sagen, die Entwickler von Hogwarts Legacy, die hatten einen Spinnenkink irgendwie, die hatten ja
an jeder Ecke irgendwie auch, wo sie nicht sein sollten. Das ist irgendwie. Man läuft durch 10 Meter Feldweg, auf einmal taucht eine große Spinne auf. Spinnen-Jumpscare. Also, das war wirklich. Alles gut, ist nur eine Phasenspinne. Die können sich nur teleportieren und könnten jederzeit unter deinem Bett und hinter dir auftauchen. Ah, super. Tut es, bevor es Eier legt. Oh nein, das ist schon zu spät. Ist hier irgendwas Wichtiges, weshalb wir hier lang gehen, oder? Ja, erstens den Gang nach draußen, zweitens gute Items. Und drittens einen sehr interessanten Bosskampf und viel Lore. Bewegt mich mal hier raus, wenn es geht. Nein, geht nicht. Noch Fernkampf. Bitte schön. Mach das nicht, ich brauch's weiß. Mach's alle. Sehr gut. Ja, die sind jetzt im Nachteil. Doppelter Angriff. Boom, boom und weg. Ich stelle mich mal ein bisschen tanken vorne dran. Das ist nicht gut. Keine Sorge, die andere Phasenspinne sollte sich jetzt hinten teleportieren. Ne, die kommt von hinten. Verdammt. Ich bin hier gerade ziemlich in der Bredouille. Ich kann ja auch nicht wirklich angreifen. Ich probiere jetzt noch einmal die Magic Missiles. Sie haben getroffen. Ein Wunder. Im aktuellen Run? Ja, tatsächlich. Für sowas benutzt du den Rückzug. Ich habe den immer noch nicht gefunden, den Rückzug. Den angeblichen, den es irgendwo gibt. Ich habe hier springen, also verstecken, eintauchen, du stoßen. Du siehst diese zwei Pfeile da unten, dritte Reihe, ganz links. Nee, sehe ich nicht. Du hast verstecken, oder? Ja, aber was hat das mit Rückzug zu tun? Geh von Verstecken aus zwei rüber, nach rechts. Das Sporten. Ah, Rückzug. Das ist Rückzug. Hast du keine Gelegenheitsangriffe. Ja. Keine Gelegenheitsangriffe, wenn du von Feinden weggehst. Was du oft genug tust. Das ist eine wichtige Funktion, wenn du halt nicht einen super krassen Tank spielen möchtest, der jeden Schaden einfach frisst. Ich geh mal die Spinnen angreifen. Die andere ist oben. Was bringt ein Zeichen des Jägers? Nichts. 1 bis 6 Schaden. Du machst Bonusschaden. Du machst Bonusschaden, wenn du triffst. Ist aber egal, du musst den Zug beenden, weil die Spinne ist gerade nicht da. Du bist dran. Dafür habe ich meine Stärke geholt. Au, durch, Wolke. Ja, ich wollte gerade sagen, nicht durchrennen, weil Durchwolke ist noch aktiv gewesen. Jetzt hat Astarion auch einen Stufenaufstieg. Skelett. Jetzt kriegen wir einen besseren Magier. Schwert aus Schmiedestahl, ja, das sollte ich vielleicht mal nutzen. Nee, das ist immer noch schlechter als das. Die sind alle schlechter als das sind die immer Glücklinge. Die immer Glücklinge ist immer noch geil. Shocking Grasp definitiv nehmen. Ich habe ein Kurzschwert. So krieg ich schon Raised Dead. Ein polierter Ring. Könnte Karl auch gerne tragen. Das ist kein magischer. Hat er schon Schild? Nein, Schild kann er nicht. Schild ist wichtig. Thank you.
diesen du rum. Natürlich. Ich mach grad hier Dingens Attributsverbesserung und so weiter. Hier ist ein Rucksack. Da ist ein Buch drin, Tagebuch, Lennings und Alchemistenfeuer. Möchte klarstellen, dass ich meine Heimat verlassen habe, weil mich der Bund zu meinem Meister dazu gezwungen hat und nicht, weil ich es wollte. Gebe es den Schwur nicht, wäre ich noch immer zu Hause und würde den Zulkiren gehen und nicht Schweinepocken in diesem primitiven Weiler behandeln. Aber Schwur ist Schwur und ich werde ihm dienen, wie es meine Pflicht ist. Die frühen Tagebucheinträge sind in eine feine und schöne Handschrift verfasst, die immer gröber und breiter wird. Je mehr Seiten du umblätterst, am Ende steht nur noch ein hastig niedergeschriebener Eintrag. Sie haben es getan. Die dunkle Justiziare haben den alten Bastard erwischt, bevor ihn die Zulkiere in die Finger bekamen. Jetzt verblutet er und sobald er tot ist, bin ich von meinem Schwur befreit. Ich bringe das Buch der Nekromantie zurück, das er gestohlen hat. Dann werden sie mir vergeben und wissen, dass ich ihnen treu bin. Das Schlüsseljuwel ist sicher verstaut in den Tunneln. Sobald ich es habe, schleiche ich mich in den Keller, schnappe mir, was ich tragen kann und dann geht's nach Hause. Da liegt sein Skelett. So viel dazu. Ja, hat er wohl nicht geschafft, ne? Er hat einen Spornring dabei. Alter Rucksack. Gay kann die Magie dieses Gegenstands absorbieren und ihn zerstören. Ja, scheiß auf Gay. Soll ich den Ring mal geben? Schieb ihn mir mal rüber, ich guck mal, was er tut. Der tut nichts außer Gay für als Hilfsmittel dienen. Spornring. Rasende Eile. Okay, das ist stark. Das brauche ich als Mönch ziemlich dringend. Oh, ein Stoffbär. Ein guter Ring. Das tote Goblin-Kind hat einen Stoffbär bei sich. Oh. Ich habe ein totes Goblin-Kind im Inventar. Ich loote hier oben mal weiter. Es gibt später eine Quest, wo ein Stoffbär gebraucht wird. Die habe ich gemacht. Das behalten wir mal schön im Inventar, nicht verkaufen. Ich glaube in Akt 3 gibt es irgendwo ich glaube Akt 3 war es, da gab es irgendwo ein kleines Kind, was von den Stoffbär haben will. Wenn ich mich nicht irre. Das ist vollkommen möglich. So. Nein, den hast du schon geplündert. Ja. Ich habe ein totes Goblin-Kind, Stufe 1. Dass wir damit jemanden abwerfen wollen. Ich baue mir ja mehr oder weniger ein Werfbild, also mitgenommen. Brauchst du ein totes Goblin-Kind? Ah, nee, kannst du gar nicht, kann ich dir gar nicht zuschicken. Die Leiche kann man nicht verteilen. Gut, wollen wir weiter erkunden, bevor wir den Boss machen, oder machen wir erst den Boss, bevor wir weiter erkunden? Geht's an den Boss? Ja. Also ich bin hier ziemlich gedamaged. Ich habe 17 von 64 HP. Soll ich dafür mal die Heilung nutzen, oder? Jetzt nicht mehr. Ah, okay. Jetzt bist du wieder relativ gut beisammen. Phasenspinne. Du musst dran denken, kurze Rast ist eine Option. Letztes Mal hast du rumgeheult, dass wir nicht lange Rast machen sollen. Keine kurze Rast machen sollen. Letztes Mal hat es sich auch nicht gelohnt. Weil da auch sehr viel hintereinander kam. Hier haben wir ziemlich viel Freiraum. So, wo geht's lang? Den Eimer noch nicht hoch. Hier ist noch ein Heiltrank. Nehme ich mal mit. Hier ist ein Kokon aus Spinnenseide. Den habe ich gerade gelootet. Okay, der ist resistent gegen Angriffe. Wuchtverwundbarkeit. Kann ich nicht erreichen.
Wenn ich Feuerattacken hätte, würde ich den jetzt... Na egal. Da hinten gibt es noch irgendwas. Ja. Sieht vielversprechend aus. Eingeweihte. Ah. Lecker. I'll take that. Ah, das Labor. Hier gibt es Lore für dich zu, als Info, wenn du hier die Sachen durchliest. Ich hab ein Hackgeweih mitgenommen. Das ist eine Waffe. 4-9 Schaden. Schieb mir das mal rüber, ich schmeiß alles, was an Wurfwaffen tauglich ist. Das ist ein Hackgeweih. Das hat 4-9 Schaden. Das ist wirklich eine Waffe, die man könnte wirklich nutzen. Ja. Das ist eine schwere Truhe. Oh, da sind Stiefel. Stiefel des Spinnenschritts. Das ist wichtig für dich. Damit wirst du nicht eingesponnen. Aha, also soll ich sie mal anziehen? Kann egal sein, aber für dich ist... Ja. Ist es hier unten nützlich. Und im Underdark später. Wo ist denn das Beil? Hier sind ein paar Bücher. Ah, Verzeihung. Hast du mir das Hackbeil schon zugesteckt? Ja, müsstest du mit Mütter haben. Ich find's nicht. Dann such. Ein Tagebuch von hastig gezeichneter Diagramme, von Spinnen und Zauberrunen. Beschriftung ist größtenteils verschlüsselt, abgesehen von wenigen Passagen am Ende, die in zittriger Geheimsprache verfasst sind. Sie könnten meine Ergebenheit spüren. Es zieht sie an, ich höre sie in den Schatten, das Flüstern der dunklen Mutter. Beim Aufwachen habe ich ein in Spinnenseide eingewickeltes Geschenk gefunden. Ein paar Stiefel. Sie stammen von der Leiche eines Ketzers. Lolf hat ihre Töchter geschickt, um meinem Glauben zu belohnen und mich wissen zu lassen, dass ich am rechten Ort bin. Noch ein Geschenk, die Leiche eines Drows. Sie gilanzieren sein Gesicht. Ein Arachomant. Er bezieht die Macht, die Gestalt einer Spinne anzunehmen. Das ist eine Nachricht, ein Ruf. Mein Blut trocknet schon auf dem Dolch. Ein gesegnetes Abbild in meine Haut geritzt. Aha. Lass ich mal liegen. Ich habe noch Grenzphilosophie Band 5 und Magie des Gewebes. Das könnte Geld gebrauchen. Das könnte ihm gefallen. Ja, vielleicht. Dem Vorwort des Verlegers zufolge enthält dieser Band magische Theorien, die für die breite Öffentlichkeit zu radikal sind. Das könnte Geld gefallen. Dieser Auszug wird der hohen Werkmeisterin Taura Brinn aus Baldur's Tor zugeschrieben. Sie wollen mich wohl zum Schweigen bringen, denn sie glauben, dass eine Werkmeisterin des Hohen Hauses sich nicht dazu herablassen würde, irgendwo anders als in den großen Zeitschriften Gunst zu veröffentlichen, die sie so pflichtbewusst bewachen. Dabei vergessen sie aber, dass ich nicht so hochnäsig bin. Bevor ich meinen Namen und mein Wissen dem Hohen Haus der Wunder und all den Mirakeln darin lieh, war ich nur ein faules Bauernmädchen, das gerne nach oben blickte. Und so sah ich sie erstmal, die langsam und friedlich am Himmel entlang gleiteten, fliegende Berge. Erst später erfuhr ich von ihrer Herkunft, von dem antiken, das ist viel Text, Nessanischen Reich, das sie angefertigt hatte, von der noch vorhandenen Restmagie, die noch immer stark genug war, um sie zu tragen. Die Magier von Nesseril schufen aus dem mundänen Wunder, hoben die Erde aus Fleiß und Spaß in den Himmel. Und so weiter und so fort und so weiter. Ja, ich sage erneut, ob das Hohe Haus es bestraft oder nicht, die Flamme der Schöpfung zu studieren lohnt sich, selbst wenn das Feuer uns zu verschlingen sollte.
noch mehr Text, Junge. Ja. Ich werde es jetzt nicht lesen. Hier gibt es ein Ritualdiagramm. Ein kunstvolles Diagramm ist auf dieses Pergament gezeichnet und stellt eine Art Ritual dar. Ganz unten sind zwei Gestalten, eine Spinne und ein Elf, mit überlappenden Kreisen dargestellt. Ein einziges Wort steht darunter: Transzendenz. Braucht man das irgendwo? Kannst du dir denn schon vorstellen, was hier passiert sein könnte? Mit diesen Infos. Ich habe das andere Buch noch nicht gelesen. Aber es klingt sehr nach einer Abenteuer, die das hier Ding ins Schattenherz gefallen könnte. Es klingt nach dem. Es klingt nach der. Wie heißt sie? Die Göttin von Schattenherz. Nein, Scha hat hier nichts mit zu tun. Das hier ist Lolth, das ist die Göttin der Drow bzw. dunkle Elfen. Aha. Und eine Spinne. Weißt du da mehr? Ja, ich weiß da mehr, weil wir gerade die Out of the Abyss-Kampagne in D&D spielen. Ich weiß darüber ziemlich viel. Okay. Was hier genau passiert ist, ein Drow hat versucht, sein Bewusstsein mit dem von der Spinne zu tauschen. Ah, ja. Punkt. Finden wir seine Leiche hier noch irgendwo, oder? Potenziell. Und wenn nicht, machen wir sie gleich. Bah, Spinnnetze. Können wir jetzt mal bald hier raus, oder? Ja, wir haben noch einen Boss hier. Moment. Wo ist der? Damit wir den schnell besiegen können und raus hier. Ich fühle mich hier ein bisschen unwohl. Das war nix. So, ich suche mal eine Familie. Aha. Sprühende Farben. Oh, ich kann Kratzer jetzt beschwören. Dass der. Ich will nicht, dass Kratzer im Kampf mitkämpft. Er soll nicht sterben. Wird er nicht, keine Sorge. So. Nee, Kratzer kämpft nicht. Das kannst du vergessen, dass wir Kratzer kämpfen lassen. Keine Chance. Oh, hier haben wir. Ist das der Bossgegner? Können wir den vielleicht von hier oben besiegen? Scheiße. Ja, ich hab's gerade versucht. Theoretisch ja, ich hab nur das Timing verkackt. Die hat sich gerade zurückgeheilt, aber passt schon. Hier können wir sie trotzdem töten, bevor sie nach oben kommt. Ja, ich halte zumindest die Spinnen da unten auf. Okay, Karnach ist relativ nutzlos, ohne. Und dass sie direkt kämpfen kann. Ein magisches Bewusstsein einsetzen. Bringt nicht, beide. Bringt nichts. Nein, lies dir bitte durch, was die Sachen machen, bevor du Ressourcen verschwendest. So. Ich kann solchen Gegner verdammen oder befehlen? Verdammen ist gut, ja. Ist sie zwar ängstigt. Ich begebe mich mal kurz runter, bevor ich mich in den Kampf begebe. Ich bleib mal hier oben. Damit ich mit dem Schlaghagel zumindest die kleine Spinne hier. Ich werde aber Karl auch runterschicken, weil die ist hier oben nicht zu gebrauchen. Na toll. Noch mehr Gegner. Das sind nur kleine, die sind aber besonders fies, weil sie. Die kommen hoch. Naja, viele Angriffe halt haben. Aber. Sie ist blockiert. Ich kann ein paar davon fertig machen. Eins. Und tot.
Okay. Geht nicht mehr. So, wie bist du runtergekommen? Hier entlang. Geklettert. Schicke ich mal gerade runter. Ja, schade, dass wir den Fallschaden halt nicht mitnehmen konnten, weil das hätte die Spinne ordentlich angekratzt. Aber naja, passiert. Kampfrausch nicht vergessen. Zu spät. Nee, nicht zu spät. Gut. Ja, es ist wichtig, dass du den Kampfrausch halt benutzt, weil es gibt dir halt Boni. Und guck, was es macht. Jetzt hast du zum Beispiel eine magische Waffe, die zusätzlichen Schaden macht, aktuell. Mhm. Nein, so, nicht mehr. Was ist hier rein? Ich kann nicht mehr angreifen. Cool, kritischer Treffer und kritischer Fehlschlag. Okay, gleichzeitig? Ja, also hintereinander. Interessant. Magic Missile. Wer ist dran? So, machen wir die kleinen fertig. Eins. Zwei. Ich habe glaube ich nicht getroffen, weil ich daneben gezielt habe. Naja, passiert. Ach, die Spinnen sind dran. So, das macht... Die machen nicht viel Schaden, aber die hauen halt sehr viel raus. Dann bin ich jetzt wieder dran. Wenn du einen Flächenangriff hast oder irgendwas, hau ihn direkt mit Center auf mich. Ich glaube nicht, dass das habe. Ich habe einen Niederstreckenschaden, aber das kann ich von hier oben nicht machen. Ich habe einen Segen, falls du den brauchen kannst. Ja, wenn du einen hast, dann hau runter. Ich bin nicht in Sichtweite. Bist, glaube ich, nicht. Ziel ist zu weit entfernt. Bist ein bisschen weit weg. Ja, passt schon. Soll ich mal runterkommen? Ich komme mal runter. Nein. Zu spät. Du bist Fernkämpfer. Ich bin nicht Fernkämpfer, ich bin Nahkämpfer. Definitiv. Ah ja, oh. Die ganzen Niederstreckung. Ich hatte gedacht, du bist immer noch Bade. Oh Gott. Tut mir leid. Paladin wollte natürlich in die Frontlinie, sicher. Vielleicht kann ich jetzt noch den Segen wirken. Nein. Du bist aus Sichtweite wegen dem Nebel. Du bist wegen dem schwarzen, wegen der Finsterheit. Bist du. Ja, das war aber auch geplant, weil die haben da drin keine Dunkelsicht. Ich kann mir nächste Runde welche geben, dann bin ich da drin permanent im Vorteil. Du kannst rauskommen, dann kann ich dir was geben. Ich kann Banne. Bringt nichts. Bis zu drei Kreaturen erhalten Malus von. Ja, das könnte was. Ist aus Sichtweite. Ja, dann. Ich kann nichts machen, weil die alle dort in dem Schatten sind. Da kann ich nichts. Hast du Alchemistenfeuer oder irgendwas zum Werfen? Tatsächlich habe ich das. Dann schmeiß ein Alchemistenfeuer rein. Nichts unterbrochen. Schaden ist mir egal. Ich bin der mit dem zweiten. Mit unter sehr starken HP. Ich halte das durch. Schmeiß es einfach direkt auf mich. Geht nicht. Weg ist unterbrochen. Du bist irgendwie da. Ich kann auch nichts reinwerfen. Schmeiß es irgendwo auf den Boden. Schmeiß es irgendwo auf den Boden in der Nähe. Ich kann nicht mal. Das ist das hier. Gut genug. Ja. Gekillt. Das ist gut. Das hat mir gerade ziemlich den Arsch gerettet. Du hast zwei davon erwischt. Und sie ist raus. Naja, das wollte ich eigentlich verhindern. Okay, Astarion ist so gut wie tot. Kardach ist dran. Dann machen wir den hier. Tja, dann werde ich mal Windschritt nach oben gehen und die Spinne angreifen. Das war ganz unspektakulär. Und Kanach brennt. Gut, dann mache ich jetzt mal den Move. Vielleicht kriegen wir dann doch noch ein bisschen was. Astarion ist ziemlich vergiftet. Aber auch ordentlich Schaden gedrückt.
Ach du Scheiße. Was ist denn hier unten los? Hm, Phasenspinnen. Warum? Ich sehe hier im Dunkeln nichts. Die eine sollst du treffen können. Ich habe gerade haarige Beine gesehen. Ja. Gut. Irgendwo ist hier noch eine riesige. Irgendwo muss hier noch eine ganz große Spinne sein. Oben. Nee, hier unten hatte ich auch gerade eine. Irgendwo soll ich noch. Wir sind beide down. Ah, fantastisch. Dann komme ich mal hoch. Oder auch nicht. Was haben wir über das Zug gesagt? Versuch mein Bestes. Sie hat keinen zusätzlichen Angriff. Das bringt nichts, wenn du sie jetzt hochschickst. Du gehst selbst hoch. Oh, hallo. Und du machst diese Spinne jetzt bitte fertig mit so vielen Niederstrecken wie geht. Tja. Well. So viel dazu. Ja. Wer ist denn jetzt dran? Du, gleich wieder. Kana, na komm, hoch hier. Sie kann die Spinne vielleicht sogar runterschubsen. Probier mal. Nach deinem Angriff. Eine bessere Idee. Nee, geht nicht. Ja. Zu schwer zum Stoßen. Und euch wiederbeleben kann ich auch nicht. Nee, das geht nur mit. Ich hab eine Schrift drunter, das wieder im Leben ist, aber das geht gerade nicht. Hau einfach so viele Smites jetzt nochmal rein, wie geht, und dann mach die fertig. So vielleicht? Ja, jetzt kannst du uns wiederholen und dann brauchen wir eine lange Rast. Oh, einen hübschen Anzug hat die. Und wo ist dein Charakter? Ich sehe den nicht. Unter der Spinne irgendwo. Kann Astarion das übernehmen? Sicher. Bin giftig. Irgendwo hier ist er bestimmt. Kannst du die Spinne... Nee, die ist zu schwer zum Schubsen. Soll ich mal heilen? Wo ist dein Charakter? Die Beine gucken da noch raus. Er liegt legit genau unter der Spinne. Kann Carla die Spinne irgendwie bewegen? Mein Charakter ist auch ziemlich stark, also. Aufheben zu. Ja, nee. Scheiße. Nee, ist zu schwer. Ich kann nichts machen. Nicht mal mit Carla. Dein Charakter ist am Arsch. Verabschiede dich von deinem Charakter. Ist sie auch zu schwer zum Stoßen? Vergiss es. Den Charakter ist weg. Das ist nicht so angenehm, sagen wir mal. Wir können zum Lager zurück und den dann. Wir können dich töten und uns dann wiederholen. Von, mit Lager. Ja, nee, er ist halt. Ja, machen wir das ja. Dann müsstest du nur dreimal Scheiße würfeln. Damit du stirbst. Nein, das funktioniert von mir. Ich muss dir erstmal mit. Ich mach's mit Astarion. Einmal hier. Ach Gott, ich hab keine Dingensangriffe mehr. Ach doch, Moment, ich kann noch. Soll ich dich mal umbringen? Nee, alles gut. Ich hau eine Cloud of Daggers rein und dann. Wie ungültiges Ziel. Die Spinne versperrt mir sogar die Zauber oder was? Du kannst dich nicht mal töten. Können wir nicht in rundenbasierten Modus zurück und du würfelst dreimal Scheiße? Passiert, ja. Müsstest du nur dreimal misswürfeln. Beende den Zug. Achso, Zug beenden. Wobei, du hast doch Heilzauber, oder? Ja, das bringt doch nichts. Doch, du kannst den Heilzauber auswählen und dann kannst du oben aufs Porträt von meinem Charakter klicken.
should step in before it gets worse. Ah, sehr schön. Ah. Willkommen zurück. Gut, dass ich mich daran erinnert habe. Dann trotzdem jetzt ins Lager, oder? Weil es ist jetzt, sind alle ziemlich down. Hast du wenigstens gute neue Ausrüstung gekriegt? Ich habe irgendeine Rüstung bekommen aus der großen Spinne. Ich weiß. Ist sie denn gut? Habe ich mir noch nicht angeguckt, ich bin gerade ins Lager gegangen. Es ist eine Giftmischrobe. Lass mich nochmal kurz. Giftspuren. Wenn der Träger einen Zauber wirkt, der Giftschaden verursacht, bewirkt er zusätzlich 1 bis 4 Giftschaden. Gay kann die Magie absorbieren. Okay, gut, ist also die Scheiße. Haben? Ist für Gale. Kannst du haben, hier. Lange fast ist nix. Was ist mit langer Rast? Ja, wir gehen ins Bett. Oh. Einige deiner Begleiter schlafen schon fest. Okay, kann ich irgendwie zugucken? Eine private Unterhaltung. Kannst du mal bitte... You don't sleep well, flitting between dreams and nightmares. Maybe you wake up because you know something is wrong, or maybe you lassen dich beißen. Lucky. Natürlich. Dann bist du aber in der nächsten Runde geschwächt. Bis zur nächsten langen Rast geschwächt. Das könnte ein bisschen problematisch werden. No, it's not what it looks like. I swear, it's not what you think. I'm not some monster. Ja, schaust du trotzdem. I feed on animals. Boars, deer, kobolds, whatever I can get. I'm just too slow right now. Too weak. If I just had a little blood, I could think clearer, fight better. Please. A strange sensation courses through you. Natürlich. Companion's mind unfolds, secrets half revealed. Ich habe ihm damals gesagt, hau ab oder ich greife dich an. At best, I was sure you'd say no. More likely, you'd ram a stake through my ribs. No. I needed you to trust me. And you can't. Warum steht hier schon die Option dieses Fliegen? Der Charakter weiß noch gar nicht, dass einer ist. Thank you. Warum kann das sein, dass da... Do you think you could trust me just a little further? I only need a taste. I swear. Really? I... Of course. Not one drop more. Obwohl, kann sein, dass sie noch... Let's make ourselves comfortable, shall we? Ich weiß nicht, hattest du ihn noch in deinem Lager? Ich kann mich daran erinnern, dass ich weiß, dass das. Weil ich weiß, dass du danach geschwächt bist. Deswegen. Tatsache, dass ich das weiß. Es kann auch sein, dass du das im Gronkhead-Spiel gesehen hast. Der hat ihn lutschen lassen. Weißt du was? Lass dich leer saugen. Ja. A gentle numb feelings. Dann keinen Nachteil, wenn du mich gerade wiederholst. You feel a little cold, but wenn er das bei Karloff macht, dann hat er. Dann verbrennt er sich. Und bei Geld stirbt er einfach, weil sein Blut komplett giftig ist. Ja. Was ich immer noch lustig finde. Der hat nicht mal was dagegen. Er weiß nur, dass es halt giftig ist. Gut. Und bist jetzt tot, gesagt? Wer gesaugt? Oder? Natürlich. Oh no. Something terrible has happened. Something terrible has happened. Moment. Moment, lass mich das kurz machen. Du bist ein bisschen tot. Kann ich mal mit der Starin reden? Nee, aber ich mach. Moment. Kann ich dich gerade looten? Ich kann.
Du hast ein kunstvolles Reliquiar bei dir. Hör auf, mich zu looten. Was ist denn mit dir? Ich bräuchte mal kurz ein bisschen Gold. Irgendwas Sinnvolles, was du hier... Nein. Ich kann dir Unterwäsche klauen. Würdest du bitte mein Zeug in Ruhe lassen, wenn du noch Gold übrig hast? Schick's mir mal kurz rüber. Ich bezweifle es. 107 habe ich dabei. Dann schieb's mal rüber. Hättest du dich mal nicht näher saugen müssen. Das wird wahrscheinlich nicht reichen, du brauchst ja, 200. Ich weiß, hat Karlach noch was? Tja. Was trägst du eigentlich als Unterwäsche? Nichts. Astarons exzentrische Kleidung. Könntest du mir jetzt bitte das Gold drüber schieben? Ich hab nur das. Ich ist. Ja, und ich brauche es nicht wirklich. Wir haben Kanach hat noch 17 dabei. Das ist da. Reicht. Ich kann nichts tun. Damit reicht's. Nächstes Mal stirbt mich. Es wird auch kein nächstes Mal geben. Aber die Sequenz war es wert, oder? Naja. Wie gesagt, schieb's einfach mal kurz zu Astarion rüber und dann passt das schon. Das habe ich dir gerade gegeben. Wow. Bin dumm. Oder so. Dann benutzen wir den halt als Zwischenspeicher. Mein Gott. Kannst du irgendwie... Nein, du hast ihm keinen Gold gegeben. Da haben wir ein Problem. Was? Ah, doch, hier. Alles gut. Can't give up now. Damn, it's good to be alive. Let's move. Cool. Ist aber gerade nicht angekommen, oder? Ich hab dir alles Geld, was ich hatte, rübergeschickt, also... Ja, und ich hatte es auch gerade im Inventar, jetzt habe ich es plötzlich nicht mehr im Inventar. Tja, dann bleib tot. Doch, hier. So. Dann stell dir einen neuen Charakter. Ich tue es deinen alten. Es reicht um 4 Goldstücke nicht, ey. Soll ich den alten Charakter looten? Alles gut. Moment, ich habe eine Idee. Ich hätte erst Darin noch ein paar Münzen. Nee, Moment. Okay, hier bin ich unsichtbar quasi. Oh. Ja, komm, fuck it, dann halt beim nächsten Händler. Du hast da eine stachelige Knolle bei dir. Ja, ich loote gerade kurz die Höhle noch ein bisschen weiter weg, Geld dabei sein. Welche Rüstung hast du gerade an? Dürfte gar keine sein, beziehungsweise Barbarenkleidung. Umarmung des Eichvaters hast du im Inventar. Ja, die wolltest du ja nicht mehr. Ich wollte mal gucken, ob ich dich nackig machen kann. Warum? Einfaches Prinzip. Nö, du bist noch immer ziemlich gekleidet. Keine Angst, ich glaube dir schon nichts Wichtiges. Ja, keine Sorge, ich verkaufe kurz ein bisschen Zeug, dann hole ich den gerade wieder und dann passt das. Ich muss nur gerade den Speicherpunkt finden. Ich hab die Beutel, Reisesack. Achso, das Zeug kannst du gerne nehmen, das ist sowieso gemein gut. An die Seelenmünze, die gebe ich mal gerade auch. Ja, das wäre gut, das wollte ich sowieso noch machen.
Oh, du hast eine Flöte. Ja, die hast du mir irgendwann ins Inventar geschoben. Giftige Schrubbe hast du noch nicht angezogen. Nein, weil ich gestorben bin, während ich das Zeug nicht hatte. So. Irgendwas Interessantes hier dabei? Ja. Schmackvolle Stiefel. Aha. Magischer Ring, in Anführungszeichen. Infernalisches Eisen, das gebe ich auch mal an Karnach weiter. Das brauchst du. Ja, ich habe doch eine Schriftrolle des Wiederbelebens. Warum kann ich die nicht einsetzen? Weil wir dumm sind. Ich hab 6. Moment. Warte mal kurz, ich hol ihn trotzdem nochmal wieder. Zu spät. Oder auch nicht. Lebst wieder. Jetzt brauchst du noch eine lange Rast. Ich rede jetzt erst. Warte, ich bin zuerst dran. Weißt du was? Nee, warte mal ganz kurz. Ich kann gerade mit das darin reden. Okay, kann ich reden. Kannst nur du machen. Okay, ja. Brauchten. Muss man mit Gay reden, der braucht ein magisches Accessoire und der explodiert. Modi. Wenn ich weiß, dass der drauf geht. Ich gebe dem kein Accessoire, von mir aus kann der sterben. Kümmer du dich um Gay. Gut. Ich hab aber die Sprechblase nicht. Der hat hier ein Ausrufzeichen, der geht gleich drauf. Guck einfach bei mir mal zu. I need to consume some powerful magic or it may become volatile. Ich gebe dem kein magisches Artefakt, der sagt hier. Ja, ist okay, dann beend den Dialog. Überzeugt ihn, dass er noch ein bisschen warten muss. Kannst dem gleich eins geben. Of course. Hey. Naja, jetzt guck bei meinem Dialog zu. You looked a little ill last night, but you've certainly recovered. Killed feels like a strong word. Not many corpses have your vigor. Now, I admit, I got carried away last night. I apologize. But look at you now. Perfectly healthy. Er braucht ein bisschen Bestrafung. A strong, well-fed vampire? I'm a powerful weapon. Oh, Spielverderber. Now, was there anything else? Könnte ihn ja nicht verwünschen. Gut, du wolltest, dass der hier was hat. Der braucht was zum Konsumieren. Ja, sicher. Spornring ist nützlich. Brauchen wir das Schwert der Gerechtigkeit noch? Ich würde ihm keinen gib ihm einen Ring, einen magischen Ring oder so. Gib ihm kein Schwert oder so. Na, ich will ihm das Schwert, das ist sowieso scheiße. Wieso? Ich habe dir übrigens deine Sachen wieder zurückgegeben. Ich hatte deine Unterwäsche. Das ist schön. Sollten wir sie nicht ins Team holen, ziehe ich sowieso die Sachen von Mintara an. Ah ja.
Geh mal kurz zum Spiegel. I'll give it a shot. Aha. Ich vielleicht meinen Charakter noch ein bisschen bearbeiten. Die Piercinge machen wirklich keinen Sinn. Wir haben doch am Loot. Ich bin hier gerade im Charakter-Editor. Mach mal bitte nicht. Können wir gleich machen. Ich gehe schon mal weiter. Ich dachte, du brauchst eine lange Rast. Nee. Ich habe den einen dunklen Amethyst mitgenommen, der wichtig war. Viel mehr brauchen wir hier in der Höhle auch nicht. Waren das mit Tattoos? Ah, hier wären viel Gold gewesen, Mensch. Hat ein bisschen Schminke auf, was bei einem Drachenblut unheimlich unsinnig aussieht. Viel kann man da aber auch nicht machen. Das habe ich noch rückgängig gemacht. Ich hänge gerade. Wo? Im Charakter-Editor fest. Warum? Tja, frag mich nicht. Komm hier nicht mehr raus. Ist es so toll, den Charakter zu editieren? Ah, jetzt bin ich weg. So, wollen wir noch was anderes machen aus der Spinne heute? Ja, wir sind nur für den dunklen Amethysten hier, den wir für eine Sidequest brauchen. Ah, ja. Später. Wo steckst du jetzt? Ich bin hier schon am Looten. Hier ist ein Rucksack. Da ist übrigens ein Trank der mächtigen Heilung drin. Und 50 Gold. Wo? Ah. In dem Rucksack. Ja, habe ich übersehen. Nicht schlecht. Den Heilung hast du dir nicht verdient. Ich habe die Kleinen gesoffen.
Alles gut. Ups. Ich bin in die Sequenz geraten. Wo geht's wieder raus? Durch den Brunneneimer. Du kannst mir bei einer Sequenz zugucken. Ja, sehe ich. Ich würde erstmal die Gedanken wahrnehmen, weil ich kann den Zauber, scheinbar. Woher hast du diese Rüstung? Die hast du mir ins Inventar geschoben. Das ist die Giftmischerrobe. Jetzt ist es auf einmal doch gut. Was eben du sagst, ist nicht gut. Das ist besser als gar nichts. Is it funning around while I'm stuck dealing with yours? Warum gibt's diese Elf-Liede-Möglichkeit? Der Charakter weiß noch. Der Charakter kann die noch gar nicht haben. Der weiß noch nicht, dass er das, dass er diese Fähigkeiten besitzt. Doch. Doch, das weiß er. Nee. Es wird uns später erst von dem. Schon benutzt. Und es wird uns doch später erst von dem Imperator verraten, dass wir. Dass die momentan ja, aber, halt. Ja, aber die Fähigkeiten. Die Fähigkeit hat jede wahre Seele, beziehungsweise jeder, der infiziert ist mit dem. Mit den Maden von dem. Von der Absoluten. Aber momentan halten die sich doch noch für. Infiziert und die können da nichts gegen machen und bla. Ja, aber also sie gehen davon aus, dass das einfach jeder Infizierte kann. Generell. Aha. Weil das der, auch der Begriff ist ja. Der Begriff ist nur für dich da als Spieler. Ach so. Wie komme ich hier wieder raus? Brunneneimer. Ich kann hier durch eine Tür gehen. Soll ich da durch die Tür gehen? Ich weiß nicht, wo du bist. Unten hast du einen Brunneneimer, bin den im du hochgehen kannst. Ich bin hier in der Schmiede dort wieder drin. Dann geh durch die Schmiedetür. Da ist noch einiges zu looten. Oder auch nicht, weil du schon jetzt haben hast. Ah, jetzt den in der hast. Sieht scheiße aus. Nee. Aber... ist sinnvoll. Ich würde gerne mal wieder zu dir kommen. Ja, ja, wenn du da durch die Tür kommst, dann bist du gleich da. Gucken, ob es was zu looten gibt. Es gibt ein paar Schuhe. Nehme ich mal mit. Gut, ich komme halt von außen. Moment. Ah, Liebeswerkzeug. Du bist nicht in der Schmiede. Ja, ich bin außerhalb der Schmiede. Ich bin draußen. Ich bin gerade reingegangen. Ich bin gerade rausgegangen. Wir sind gerade aneinander. Das Schloss. Kann das sein, dass du gerade das Schloss geknackt hast? Nee, ich habe die Tür von innen geöffnet. Die war nur von außen verschlossen. Ich habe mich gerade das Schloss von außen geöffnet. Ich bin gerade in. Wir sind aneinander vorbeigegangen. Du bist reingegangen und ich raus. Das ist ja. Gerade. Die Goblins sind übrigens unsere Freunde jetzt gerade. Da stelle ich mir auch interessant vor, das. Dann ist wo das. Hi, Tag, ich muss hier mal reingehen. Was dagegen, wenn ich rausgehe? Ja, hier irgendwo gab es noch ein Haus mit dem Keller. Wo die ganze Nekromantie-Quest weitergeht. Wollen wir uns dann mal um die Windmühle kümmern? Nein, wir machen jetzt. Das ist Teil von der Hauptstory mehr oder weniger. Das hier ist das Richtige. Hier gibt es noch einen ganzen Keller-Teil mit einer Quest und einer speziellen Beschwörung. Nein, keine Kampf-Quest, wenn wir es richtig machen. Ich habe hier einen Durchwurz. Oder auch nicht. Mach eine Schädelsammlung auf. Das ist auch unlogisch. Ein Bücherregal, wo ganz, ganz viele Bücher drin zu sehen sind und auf einmal
Und das allerdings sind keine einzigen Bücher drin. Da drüben sind noch ein paar Trolle. Sollen wir die mal angreifen gehen? Nein, geh nicht zu den Trollen. Geh einfach die Leiter nach unten, die Falltür. Ah, das Funk. Nein, geh nicht zu den Trollen, bitte. Hey, Soldier. Oh, Das ist Carla. Ja, hier, komm bitte hier hinter. Ich will da nicht runtergehen. Mach du doch. Es ist keine Kampfquest, das ist... Cool, okay, ich kann dir gerne den Content wegnehmen. Ja, wenn es sein muss. Ja, wie gesagt, du wolltest Act 1 intensiv spielen, dann machen wir jetzt auch bitte die Nekromantie-Quest im Keller. Wenn du drauf bestehst. Ja, wir können es auch nicht machen, dann hast du halt den Content nicht, dann mache ich es halt allein. Wenn du das so zwingend möchtest. Hm. What's that? Ja. Also liegt hier unten Blut. Na, nicht wirklich. Alles leer hier. Im Bett lachen. Oder hast du das schon alles gelootet? Nee, ich hab's mir nur angeguckt. Ich mach mal den Hebel auf, ne? Alles leer hier. Eine große Flasche. Hier ist irgendwas Alchemistisches. Ja, der Typ hier war ein Alchemist. Irgendwo ist bestimmt auch ein Buch von ihm. Na, hier ist irgendwie so ein Kesselzeugs-Dings, was ich nicht bedienen kann. So eine Apparatur. Brauchst du ein Gemälde? Ich hab schon einige Gemälde. Good idea, I think. Es hängt jetzt am Boden. Das ist schön. Hier hinten geht's weiter. Bücherhaufen. Ein Bücherhaufen ohne Bücher. Aha. Okay, ziemlich dunkel hier. Gespeichert. Ups. Ein Sarg. Fantastisch. Du bist der, der hier geschwächt ist. Ja, das war keine Absicht. Ich wusste nicht, dass die so triggern. Da musste ich wieder von den Toten beleben. Ups. Ja, das ist unangenehm jetzt. Du bist schon fast tot, dein Ding. Ich werde nicht noch eine Schuftrolle nicht opfern. Musst du nicht. Doch vielleicht. Das sind nur Skelette. Guck mal, die haben 12 Leben. Und du auch noch. Du hast auch 12 Leben. Na, 22. Nein, ich habe 24, weil ich eine Waffe habe, die mich heilt. Aha. Dann tu mal was. Ich kümmere mich mal um die da drüben. Okay, kann auch. Das war ja sehr gut. Vor dem Angriff. Vor. Na, unberührbarer Geist.
Dir wird ganz rechts in deiner in deinen Leisten angezeigt, was du damit tun kannst. Falls du tatsächlich aktiv Sachen machen kannst mit der wilden Magie. Da geht er down. Das war ein Overkill. Das war auch ein Overkill. Cool. Ja. Geseh mich mal dazu. Okay, cool. So viel dazu. Ja. Das war... Aha. Ein Knochenhaufen. Oh, der Pfeil des Ilmater. Und Bogen. Brauchst einen Langbogen und einen Bogen und einen Pfeil? Nö, ich grab hier erstmal einen Schatz aus. Vielleicht das darf, ja. Hallo? Darf ich auch die Holztruhe suchen? Danke. Hier sind Fackeln drin. Nicht, dass diese besonders selten wären. Ach, ich weiß, das war später, welche. Ja. Irgendwo hier müsste es auch noch Schriftrollen geben. Ich weiß aber nicht, ob die irgendeinem Sarg sind oder. Hier ist ein verzierter Spiegel. Soll ich den mal angucken oder? Noch nicht. Das machen wir gleich. Da oben ist. Gibt's hier noch was? Da oben ist nichts. Hier oben ist ein Spiegel. Ja, es gibt hier noch. Es gibt hier noch Dinge. Nämlich irgendwo gibt's eine Schriftrolle, bei der du einen speziellen Begleiter kriegst und. Okay. Müsstest du irgendwo ein Buch finden. Ja, ja, Bücher sind sehr wichtig. Weiß ich. Ich guck mal kurz, wo das Zeug ist. Moment. Alles klar, wir müssen doch die Särge noch gucken. Das war nur der falsche. Kann man die schon wieder angreifen? Vielleicht. Na, viel Spaß dir. Nein, das ist der richtige. Schriftrolle Quasit-Beschwörung, das brauchen wir. Und ja, ich guck mal in den anderen Särgen, ob da noch was ist. Wenn sie mich töten, dann ist das halt so. Ah, dunkles Tagebuch, da ist es. Ich schieb's dir mal zum Lesen rüber. Du hast ein dunkles Tagebuch. Aha, okay. Text. Zu spät zum Lesen. Oh. Das war tatsächlich wichtig. Ja. Ich habe den Spiegel berührt. Gute Arbeit.
Den Namen aus dem Buch wiederholen, in den Stoff oder den Namen, deinen Namen nennen, Drachenblütig, ich bin Sirif Hava. Was soll ich denn sagen? Namen aus dem Buch. My master was human, pure and true. Oh. You are not Illintoth. Ha, bei mir hat's funktioniert, wahrscheinlich weil ich Mensch war. If you are his ally, step forward and declare it. Ja, und nun? Einschüchtern, mach auf, sonst schnapp ich dich. Wir können den Spiegel auf zu schlagen. Only a true ally of Illintoth may pass. Na toll, jetzt muss den. What think you of the Zalkir known as Zastan? Böse und abscheulich oder ist der beste Zug aller Zeiten? Das ist der Anführer von. Are you wise? Tell me, why might one use balsam ointment? Balsam, ein Verbrennung zur Wundreinigung gegen Ausschläge. Das weiß ich nicht, das andere wusste ich, weil das ist der ärztlich, der ich würde sagen, Wundreinigung. Balsam ist Balsam für die Seele. Es rein ist, glaube ich. Ist das, oder Ausschläge war das auch. Also Verbrennung glaube ich schon mal nicht, aber warte eine Minute. Es ist Verbrennung. Sicher? Ja. Warte eine Minute. Wir hier nicht scheiße machen und dann gegen den Spiegel kämpfen müssen. Moment, ich kann auch kurz Ich kann den einen Quasiten beschwören, der die Antwort nennt. Balsame sind mehr oder weniger fettlösliche, halbdickflüssige, charakteristische Geruch aus, mit etwas. Wir benutzen mal Balsam. Besonders für sehr trockene und schuppige Haut. Wir schützen mit Dermitis. Also gegen Ausschläge. Würde ich schon sagen. Dann sag Ausschläge. Schlechte Wahl. Wir sind am Arsch. Ich geh mal kurz aus dem Weg. Können wir den Spiegel einfach zerstören? Nein. Das war nicht so gut. Au. Danke. Gut. Können wir die irgendwie zerstören, die Kugel? Nee, der wird gleich wieder zurückkommen. Der hätte eigentlich jetzt die Untoten beschworen, aber die haben wir versehentlich schon getötet. Und jetzt? Jetzt wartest du. Da hinten sind noch welche. Okay, cool. Und was können wir gegen die fliegende Feuerkugel tun? Einen Moment. Das ist ein bisschen nervtötend. Das hier. Wo sind denn die Untoten da hinten? Hier sind sie. Teleportation. Sinnvoll. Ja, du kannst dich jetzt jederzeit teleportieren während dem Kampf raus. Das kann extrem nützlich sein und ist mit der Stärke. Aber hier gerade ziemlich gar nicht. Nee, hier ist es etwas sinnlos, aber wenn du größere Flächen hast, dann ist es sehr nützlich bis extrem nützlich. Schade.
Wo ist der letzte? Next, da drüben ist er. Und da ist noch die große Kugel. Oder so. Die Kugel gilt nicht als Gegner. Aber die hat uns angegriffen. Die wird sich jetzt zurückziehen. So. Ich werde jetzt Folgendes machen. Warte mal, ich zeig dir jetzt die Sequenz, bei der du eigentlich die Sachen erfährst. Nicht zum Spiegel gehen. Ich will den Spiegel jetzt zerstören. Nein, lass es. Komm. Wird uns jetzt durchlassen oder was? Guck dir die Sequenz an. Was soll das bringen? Du erfährst die richtigen Antworten, damit der Spiegel dich durchlässt. Als ob der dich jetzt durchlässt, nachdem du es einfach verkackt hast. So dumm ist der auch wieder nicht. Tut er. Es ist ein magisches Artefakt, kein Lebewesen. Wait, you're not Illy. Na dann, viel Spaß. My master, tall, skinny, prick with ears. So, you're Shovel's master now. Fine. And you, slab of beef with nipples. Moo. Master Illy calls me Shovel. Don't like it? Change it. Forks, make the feast slow. Less tearing, less blood. But fine, I am fork. So, well, first. Heißt jetzt Gabel statt Schaufel. Fantastisch. Making them walk, making them scream. Yes, Master is fine. Denk dran, Astarion, rede ich mit ihm. Illy's so busy. Only cares about the book. Book this, book that. Oh, Master should go see. Talk to the mirror and remember, balsam, good for burns. Da hast du die Antwort. Na dann, viel Spaß beim Reden mit dem Spiegel. Ja, mal schauen, ob du es vergackst. Bring mich schon mal in Sicherheit. Aber den Typen, den mit dem du gerade geredet hast, das kenne ich. Den habe ich aber woanders her. Es gibt eine Möglichkeit, den in Nacht 3 kennenzulernen und für kurze Zeit im Team zu haben. Ja, das hier ist jetzt aber ein permanenter Zauber. Den kann ich jetzt hier erholen. You are no Zulkir. But are you one? Ach, du hast es auch bekannt. Why might one use a poor choice? Was? Oh, okay, du hast es verkackt. Welche Überraschung. Hätte ich ja nicht gedacht. Dann. Hey. Okay, wie viel brauchen wir dafür? Ist den Spiegel auch nicht hin. Mindestens 22 Schaden. Kannst du irgendwas 22 Schaden machen? Wieso sollte ich das auf machen? Einmal. Weil sonst kein Schaden durchgeht. Ich habe 8 bis 31 Schaden. Ich glaube nicht, dass welche Resistenzen hatten das Ding. Er hat Stichresistenz, Nekrotschresistenz, Schaden machen. Physische Immunität, Giftimmunität. Gleich interessant. Also wenn du einen Feuerattack hast, kannst du ihn damit zerstören. Ah. Hast du eine Feuerattacke? Ich nicht. Alles gut, ich mach gerade die Sequenz nochmal. Hat Kada auch eine Feuerattacke? Zielpunkt ist nicht erreichbar. Ein Bahncharakter hätte jetzt eine Feuerattacke. Okay, ich hab's geschafft. Yay. Gut. Was wollen wir hier? Looten.
Hier müsste es irgendwo ein Buch geben. Hier gibt's nix. Ja, jetzt nix. Ich hab 2 Sekunden geguckt, deshalb weiß ich das. Der Tisch ist leer. Was ist denn heute mit dir? Wenn du keinen Bock hast, dann sagst einfach dann. Armschienen der Verteidigung. Okay, etwas gibt's hier. Tintenfässer. Brauchst du die Armschienen? Kannst die gerne rüberschieben. Dann gucke ich mir die mal an und dann sage ich dir, ob die nützlich sind oder nicht. Hier ist eine Kristallkugel. Lesen ist wichtig. Ist die wieder. Können wir fangen spielen. Mit Kratzer. Zum Bollwerk werden. Du erhältst einen Bonus um +2 auf die Rüstungsklasse. Solange du keine Rüstung und kein Schild trägst. Das wäre was für mich. Ja, nein, du trägst Rüstung. Ich habe tatsächlich keine Rüstung. Das ist tatsächlich sau nützlich. Ich trage kein Schild. Du darfst aber beides nicht tragen. Karlach wäre das auch ziemlich nützlich. Also hast entweder bei dir. Oder Barbar ist das. Du hast super. Das bei dir. Alles klar, dann baller ich mir die mal rein. Und sonst eine Kristallkugel und jede Menge Schriftrollen, die kannst du dir gerne nehmen. Ja, Schriftrollen nehme ich. Ein bisschen Wermut. Toten sprechen. Übelkeit, jawohl. Okay, er ist ziemlich fest. Okay, da hinten ist eine Falle. Okay, der ist nicht so fest. Nutzt nur Sachen, die ich hier mitgenommen habe. Was hast du da gefunden? Platziere gerade Sachen. Hey. Ich habe das tatsächlich Interessante gefunden. Was hast du da? Sag ich dir, sobald ich es jetzt gefunden habe. Okay, hier geht's nicht mehr durch. So. Sequenz, das zu gucken. The book is locked tight with no visible keyhole. Only an oval recess in the cover's mouth. Da brauchen wir unten Relikt für. Ja, das haben wir auch. You try to examine the book, but the longer you stare, the more those piercing amethyst. You feel the darkness radiating from the book. It's delicious. Ist die Frage, ob wir das öffnen wollen. Ich hab ihn zum Nekromanten gemacht, also ja. Let's go. Dafür habe ich den geholt. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Das hatte ich zu dem Zeitpunkt für mich noch nicht. Na, wenn er nicht verflucht ist. Öffnen wir es mal. Ist ja nur I feel changed, bettered for having opened it. Suddenly you are capable of anything. Felling mountains, darkening suns, conversing with the dead. Glyphs shift gently before your eyes. Words slip into your mind, onto your lips, forming words you don't understand. And something is trying to reply. Well, quite the page turner. I'll get back to it when I have more time to focus. Okay. Hat nichts gebracht. Weiß nicht, was das tut. Ich habe eine Liebe. Teil einer Quest. Okay, das war vielleicht ein Fehler.
Warum? Du hast eine Falle ausgelöst, oder? Nee, eine Tür. Ach so, da hinten war ich schon. Ach so, das war die Tür, durch die wir reingekommen sind. Mehr oder weniger. Nichts Sinnvolles hier. Irgendwas noch zu mitnehmen, oder? Keine Ahnung, ich versuche noch... Ich versuche noch mal das Buch zu lesen. Bin gerade rausgegangen. Du kannst die Sequenz wieder gucken. Wollte mal wissen, was passiert. Wenn ich die Welt zerstört hätte, wären wir da nicht mehr rausgekommen, oder? Ja. Da passiert wahrscheinlich jetzt genau dasselbe. Oder nicht? Ich guck mal. Ja gut, das haben wir. Ja, haben wir. Gut, ich mach die Sequenzen, dann hast du ja halt nicht mehr. Ist da irgendwas Spannendes? Ja, es geht zumindest weiter. Ich dachte, es kommt nochmal dasselbe. Ich hab dich hinten randalieren sehen. Ich räume hier ein bisschen auf. Scheiße, das war nichts. War ein bisschen sperrig hier. Braucht doch keiner. Warum ist eine Tür hinter dem... was ist jetzt passiert? Cool. Da haben wir nicht geschafft. Ich bin unten. Aber egal. Was ist jetzt passiert? Das ist eine Ratte. Ich habe eine Ratte beschworen. Ist mir lieber als der Quasit. Okay. Wollen wir jetzt die Trolle machen drüben? Das können wir machen. Dann gibt's ja im Dorf auch nicht mehr viele. Gut, wollen wir sie töten oder wollen wir sie... Ich dachte, die Windmühle gibt's dann noch. Achso, nee, ich meine die Trolle hier. Find sie gerade nicht. Ups. Du bist schon fast tot, also pass auf. Ach, das passt schon. Kann ich gerade mal Taschendiebstahl machen? Nee, kann ich nicht. Ich bin kein Dieb. Kannst, wenn du schleichst, kannst du auch Taschendiebstahl machen. Nee, ich kann hier nicht schleichen. Aus irgendeinem Grund kann ich nicht schleichen. Stranger. Du kannst aber der Sequenz, die gerade bei mir läuft, zugucken. Weil ich bin aus Versehen reingerannt. The mark is her measure. Show is the brand of the absolute. Ah. Ich dachte, wir wollten der absoluten beistehen. Ja. Oder übernehmen. Indeed. How regrettable that your meat must go unsavored.
Sollen wir die angreifen oder zum Freund machen? Ja, können wir. Angreifen. Wir können es versuchen. Hast du vorher gespeichert? Du bist fast tot. Nee, ich habe nicht gespeichert. Aber das schaffen wir auch noch. Ohne dich, aber... Gut. Gut, dann machen wir das. Bist du was von tot? Wir kriegen sowieso nicht viel. Bringen wir Funk um. Ich konzentriere mich auf Lump. Oha. Waffe zusätzlich 1 bis 6 Energieschaden. Nicht schlecht. Ja. Kriegst du den noch down oder soll ich kurz machen? Du wärst dran. Gut, meine Runden sind vorbei. Mach ich den noch eben fertig? Cool. Hat nicht gereicht. So sieht's aus. Jetzt sind die dran. Und du bist am Arsch, wie es ausschaut. Ah, höllischer Tade. Ja, du bist am Arsch. Die Ratte. Nimmt die auch noch teil? Ich bin wieder dran. Ja. Chopstick fertig. Ich kann nicht wirklich angreifen aus irgendeinem Grund. Ja, weil du deine Hauptaktion schon benutzt hast. Das war ja sehr gut. Unspektakulär. Okay, wir kriegen keinen von denen down. Wie es ausschaut. Auch das geht schon. Mal schauen, ob einer von den Eisteam jetzt dabei hat. Wuffnet. Okay, die Ratte hat ihn getötet. Kann man ja mal versuchen. So viel dazu. Du bist... Und Trolllooten. Schweinekopf. Ja, vor allem Astarion hat gerade das wichtigste Item bekommen. Was hatte Funk mit bei sich? Nicht Funk, Lump, der leuchtete, hatte ein verformtes Stirnband der Intelligenz bei sich. Ich habe irgendwie Hühnchen bekommen. Nice. Ist im Schrank noch irgendwas drin? There better be a soft bedroll in my new Bücher. A wie Azut und die und andere Götter. A wie Azut und andere Götter. Ah, 1 und 7. Hier ist noch Kisten. Gut, dann kann ich ihn auch noch mal respecken. Das war richtig. Oh, Fleisch. Wir haben wieder Lagervorräte. Ja, wir haben viel Lagervorräte. Noch mehr Bücher. Might explain what happened here. Ein Flugplatz. So, wenn wir jetzt noch zum Highlight dieses Dorfes gehen. Das ist der Serventmühle. Oder gibt es hier noch irgendwas zu sehen? Ne, wir haben aber ein Stimmband der Intelligenz. Das heißt, ich kann Astarion jetzt so weit respecten, dass wir
das Geschick hochgeht und er tatsächlich auch nicht getroffen wird und ich multiklassen kann. Wo ist denn hier die verdammte Windmühle? In welche Richtung? Die Richtung immer dem. Ist Papier noch ein paar Goblin-Schläger, wollen wir die zerstören oder? Ne, die sind aktuell nicht Freunde. They won't be summoned from beyond the grave. Lazy. Look what we got here! Another little birdie wanting to stop this thing! Ich würde sagen, den lassen wir fliegen, oder? Den lassen wir fliegen. What's it bloody look like? We're teaching this here pipsqueak to fly. Lasst es mich nass ausdrücken, warum macht ihr das? Cause it makes me laugh. Sieht tatsächlich lustig aus, darf ich mal da hinten zuschauen. We ain't looking for company, maggot. Not unless you wanna join him up there. How about this? You pay a toll and go on as you like, or else you fly. Tough it up! A strange symbol glows marked on their flesh, and something within stares in response. Na gut. Ist nur eine 9. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, 12. Warum wir das können, aber anscheinend können wir das Gedanken wahrnehmen. Nee, das ist diese Fliegen-Sache, diese Larven. Nee, das ist der Zauber. Das ist der reguläre Zauber. Ich bezahle ihm noch kein Geld. Wow. You're a truth. A shiver run. Warum hast du... Okay, du benutzt gleich die Made. Cool. So the tadpole not sure how I feel about ohne, accepting a lithic guess from fliegen. A worm in my head, if I'm honest. Babies. Lass ihn fliegen. Schaf hat noch ein bisschen essen. Kommen wir auch mit. Wo war der? Ich glaube, hier unten müssen wir irgendwas. Hier unten müssen wir einen Hebel betätigen. Das war hier unten. Ah, hier unten. Wo? Oh, schade. Ich habe den falschen Hebel genommen. Können wir den anderen Hebel nehmen noch? Ich kann ihn ab. Nein, kann man leider nicht mehr. Doch, kann man. Was? Man kann. Da fliegt er. Oh, die Sequenz habe ich leider nicht. Willst du den Keller machen oder willst du ihn? Ich gehe hier oben nochmal, falls es hier noch was gibt. Alles klar, ich gehe nach unten. Ah, hier gibt es tatsächlich noch was. Welche Mistenfeuer, gekrönte Rippchen. Ich lasse das Rad mal ein bisschen noch weiter drehen. In der Geschwindigkeit. Sehr ruhig. Ja. Nietenbesetzter Schild. Rüstungsklasse plus 2. Ja. Flinke Blitzfüße. Flinke Funken, wenn der Träger im Kampf sprutet oder in ähnlicher Aktion ausführt, erhält er 3 Blitzladungen. Soll ich die mal anziehen?
Ja, das heißt, wenn du auf deinen Gegner zustürmst, dann kannst du, und ich glaube, du kriegst später sowieso eine Bonus-Attack, dann kannst du zusätzlich Blitzschaden machen. Na, das ist nicht schlecht. Und gab's da unten irgendwas? Ja, das, was ich hier gerade reingezogen habe. Und hier, wenn wir Nezi jetzt mit, wenn wir hier Schattenherz mit hätten, gibst bei der Statue irgendwas zu. Ich glaube, dir damals irgendwas mit der Statue gemacht, weil es eine Statue von Char ist und die. Da kriegt es einen kleinen Höllkrampf und so. Ja, deren Story spielen wir nicht. Die wird uns nach dem Tempel sowieso verlassen, dann brauchen wir sie nicht. Ich hätte sie gern nochmal als Weißhaarige gesehen. Deswegen. Ah, hier bist du nochmal. Ja, ich wollte gucken, ob ich sie aufheben kann. Gibt's im Dorf hier noch irgendwas oder wollen wir weiter? Wir haben den Tiefling vergessen. Ja, den Gnom, den wir gerade geschossen haben, gibt's noch. Ist der irgendwo gelandet, oder? Ja, klar. Und da dahinter. Ich weiß nur nicht genau, wo. Nee, das ist ja ein Skelett. Da sind Goblins, Gnome. Problem. Look. Don't talk. I've been looking. And you've got nothing to show for it but your own ass. Ah, hier hinten ist er gelandet. Okay, wo? Da, wo ich stehe. Und wo stehst du? Du siehst das auf der Minimap. Skelett. Irgendwo in die Richtung. Ah, sieht blutig aus. Hat irgendein blutiges Amulett. Bringt das irgendwas? Ich glaube nicht. Für Quests. Ein Tagebuch. Taverne 11 Gesang, errötete Nixa. Ruinen von Mondhafen und Unterreich. Wilbrin vermutlich gewaltsam erobert. Bekannte und unbekannte zwielichtige Suspekte verhören. Ich werde ihn finden. Werte. Wilbrins Mutter, wie hieß sie? Ich schreibe, um mich zu erkundigen. Ich schreibe, um euch darüber in Kenntnis zu setzen. Ich schreibe wegen. Flammen, zwei Flammen innen. 34,5 mal 948. 1345,90. Ah, okay. Sehr sinnvoll. Den Dienst. So, jetzt haben wir den Bereich auf der Karte erkundet. Bin überladen. Wir müssen mal ins Lager. Muss die Goblin, das tote Goblin-Kind und Barkus wortlos loswerden. Aus dem brauchen wir, glaube ich, sowieso eine lange Rast. Was ist der nächste Plan, Molly? Was machen wir denn? Der nächste Plan ist erstmal ins Lager gehen, speichern und dann Stream beenden. Ja, aber was ist klar, aber was ist was der nächste. Was machen wir am nächsten Stream? Wo gehen wir als nächstes hin? So weit weiter. Wo wollen wir hin? Gehen wir ins Goblin-Lager oder? Gibt es davor noch irgendwie Sachen, die. Oh, süß! Guck mal, die gehen aufeinander. Umarmen sich. Mit Totenring kannst du mit denen nicht, oder? Das tote Goblin-Kind kannst du nicht. Kannst du mit dem toten Goblin-Kind reden? Vielleicht. Kannst versuchen, ist ein Free-Spell. Hat nichts zu sagen. Und der
Der andere, den wir getötet haben, der da drunter liegt, der Barkus, hat der noch was zu beschweren? Ja. Will der sich noch beschweren? Corpse regard. Caught by goblins killed in fray. Nein, du wurdest nicht im Kampf getötet. Er kann es aber behaupten. Wer seid ihr? Find him. Erzählt wohl, ob ihr Wertsachen besitzt. Na, den haben wir schon. In the dark is amulet. Tatsächlich mal interessant. Bloodied. My pack. The spell's power. Verdammt. Ja, ist im Keller gewesen und das haben wir schon gelootet. Braucht man eine lange Rast oder? Nee, braucht man nicht. Nö. Außer um die Zauber aufzuladen. Stimmt. Kann ich die Kristallkugel werfen? Oh, er bringt sie mit. Yay. Ich kann, glaube ich, so ziemlich alles werfen. Ja, kann man. Kann ich auch ein Schwert werfen? Tatsache. Er kommt mit einem blutigen Maul zurück. Ein Kurzschwert geholt. Ja, es war definitiv gut, das Buch mitgenommen zu haben. Den Debuff kriegen wir relativ schnell okay, weg. Okay, den Sorgefeil will er nicht später bekommen. Wo läufst ja, du schon wieder ich rum? Ich geh mal kurz hier. Ist das Darium? Ja. Macht das Schaden? Here goes nothing. Nein, es macht keinen Schaden. Ja, speicherst du nur mal kurz? Dann probiere ich gerade mal was. Warte kurz. Was willst du probieren? Die Werte neu verteilen und ob man die Zauber behält. Ist gespeichert. Also lange Rast oder keine? Also wir haben genug Essen aus dem Dorf geholt, also müssten wir, könnten wir machen. Alles gut, ich will nur hier. Nein, keine lange Rast. Bin hier gerade am Leveln. Wir haben die kurze Rast haben wir gebraucht. Also. So. Lagervorräte 158,45. Ja, wir können es uns leisten. What's on your mind? Hm. Ich habe eine Rüstung, die. Die Rüstung ist jetzt noch nicht.
Stiefel des Spinnenschritts könnte Karlach gebrauchen. Ja, warum nicht? Besser als ihre normalen. Ah, Astara kann gelevelt werden. Ja, ja, klar. So, nicht Sandmagie, sondern hier. Hier kommt man. Duftige Sandalen. Hab ich dann im Zweifel nicht, das heißt. Okay. Man will auch keine hier gerade sprechen, keine Redebedarf. Speak. Nö. Well met. He brings to mind a story. The Devil with the Silver Tongue. An old fairy tale my father read to me. The kind with a hero, a villain, and a moral. A farmer made a deal with the devil, so the story goes. In exchange for the farmer's dearest fruit, the devil granted him a bottomless coin purse. The farmer's dearest fruit, naturally, was no apple nor peach, but his beloved daughter. We can learn a lot from fairy tales, don't you think? So. Schauen wir mal. Gut, man behält die Zauber tatsächlich, dann sind das bessere Werte. And given the circumstance, I do it again. My soul was a necessary price to pay for. I had but one road I could travel. For now, you have a dozen. A possibility that's kept me awake countless nights. But I don't have a clue where to start, other than play her games and play by the rules. That's the... We can have all for it. My contract, the only way out is if I can out-bargain her. We're standing here with nothing but the clothes on our back. I'm... She won't touch you. Ah, ja. Und was bei dir nur ist? Go ahead. I'm listening. Nö. Nichts Spannendes. Breathe deep and move. Ja, das ist nie was Spannendes. Na gut, dann können wir, glaube ich, eine lange Rast machen und dann beenden. Soldier. Was hat ihn da gerade gemacht? Come on, come on. Oh, Astarion. What are you hiding? Can you summon the dead? Bring them back. Can you... can you shut up and let me read? Unerwartet. Du bist mit ihm. What? No, I'm fine. I was just perusing this little find. Will you shut up? Du bist... Ihr seid beide ein bisschen wenig gekleidet. This book reads you more than you read it. I mean, it plays with your mind. There are secrets here, but the book has spirits. They fight you every step of the way. I almost reached the end before they drove me out, and drove me all but mad. Now, every time I open it, the voices surge back into my mind. I can't reason with them. They exist to protect that book. Maybe, maybe not. It's hard to know what's lurking in here. Someone went through a lot of trouble to protect this tome. It has to be something more than a book of cantrips. Still, I doubt this will help us with our parascience. Maybe it's better to put it aside for now. Wo hat der Sinn gesteckt? Keine Ahnung, in die Unterhose. As long as those spirits remember their mission, I doubt it. Keeping the book safe is all they know.
But still, we live in hope. Figuratively speaking. Copper for your thoughts. Er hat auch gerade noch einen Dialog, okay. Oh, Starion will noch was. Ich bin schon da. There you are. Okay, nur sein normaler Dialog. I was just thinking about you. Alles klar. And that delicious moment we shared the other night. And I am deeply sorry. I was overeager, but can you blame me? You were my first. In all these years, I've only ever fed on beasts. Drinking the blood of thinking creatures is a different thing entirely. You were delectable. And now I can't help but wonder how the others taste. Du kannst jetzt nochmal den Romanzen. Alas, it doesn't hurt to ponder the question, though. Take Gale, for example. He strikes me as someone whose blood is rich, refined, like... Wie Gale kosten. Nein. But the Gale... Lässt es ihn machen? What in the hells would she taste like? Oh. Well, that sounds very appealing. I'm almost convinced. No one's getting killed, I swear. We're just two friends talking. So, in the spirit of the questions, if you had to take a bite from one of them, who would it be? Nee, das geht. Lass mal gehen machen. Dann wird er bei Gale sich. Nee. Stimmt, wir haben jetzt zwei Magier. Ja. Ah, a refined palate. Vielleicht würde sich daran vergiften. Although, the more I think on it, the hungrier I get. I better go find something I can actually get my teeth into. Ich find's lustig. Vor dem. Nothing that tasty lurking out in the woods, but I'll make do. Sweet dreams. Jetzt können wir die nächste Szene werden, Gale versucht es zu. Ein bisschen fleischiger. Passt. Oh, eine Katze. Das Goblin-Kind da hinten, die Harpie. Das Goblin-Kind auf dem Gnom. Sehr schön. Ich glaube, wir müssen die Harpie noch mal ein bisschen verschieben. Ach nö, lass doch da liegen. Liegt das Blut gerade so schön? Nein. Die muss hier hin. Aha. Das Goblin-Kind hätte ich gern direkt neben dem Feuer. Dann liegt es im Lager. Ja, aber dann haben wir es in der Sequenz. Ah ja. Willst du den Gnomen auch noch dazu legen? Weißt du was? Ja, der kommt hier hin. Direkt ins Feuer. Oh, schade. Wir haben dann irgendwann so einen großen Berg von toten Leuten um das Feuer herum. Das wäre... Warte, ich leg noch einen Totenkopf dazu. Das passt atmosphärisch. Ein bisschen dekorieren hier. Oh nein! Auskratzer. Hm? Auskratzer. Ich versuche hier die ganze Zeit den Schädel hier hinzuwerfen, aber Kratzer holt mir den zurück. Das ist doch nicht wahr. Ich dekoriere hier gerade Kratzer.
korrigiere. Habe ich noch irgendwas Kleines, um ihn abzulenken? Ich kann es aber fallen lassen. Beim Werfen kannst du halt genau ziehen. Ich werf mal einen schweren Stein, mal sehen, ob er ihn holt. Müsste. Er holt den schweren Stein. Du kannst auch einen Speer werfen oder ein Schwert werfen. Holst du dir zurück. Wirklich? Kannst doch deine Hauptwaffe werfen. Würde ich nicht machen, weil die steckt eventuell im Boden fest. Aber eine Waffe, die du nicht brauchst, kannst du werfen. Ich habe einen Wurfspeer geworfen. Passt wieder. Okay, was ist das Dümmste an Items, was ich werfen kann? Er hätte mich schon gehabt hier. Truhe. Okay, das nicht. Die Truhe oder nicht? Ja, die bleibt stehen. Das ist das Problem. Du kannst Trank der Geschwindigkeit werfen. Vielleicht holt er die zurück. Ne, die holt er nicht. Dann kannst du auch ans Feuer legen. Na, der ist sinnlos dafür. Den will ich im Inventar. Ich will, dass wir irgendwann zwischen Leichenbergen schlafen. Wenn so sich mal eine Katze zieht, nur noch so links und rechts daneben einen Haufen an. Wir kuscheln uns dazwischen, zwischen die Leichen. Schade. Kann ich dir eigentlich Schaden machen im Camp? Ja, wir können uns gegenseitig Schaden machen. Oh, ich habe noch eine Idee, was wir machen könnten. Ja, wir können uns Schaden machen. Du hast mich gerade nicht angegriffen, aber gut. Ich habe wieder angegriffen. Er ist halb tot. Er ist halb tot. Wir können auch Teamkameraden töten, wenn wir sie nicht mehr brauchen. Ja, aber warum sollten wir das tun? Die sind fast nützlich manchmal. So, wir müssen jetzt nur den Dolch im Schinken finden. Das könnten wir machen. Den Dolch im Schinken? Ja. Irgendwo hier steckt ein Dolch in Fleisch und wenn man den rauszieht, ist es ein Dolch plus 1. Hier im Camp? Nee, in dem Dorf. Ich dachte, wir wollten Schluss machen. Ja, aber es ist mir jetzt gerade eingefallen, dass wir das noch machen könnten eben. Wenn wir dann mit dem Dorf durch sind? Ziemlich, ja. Und im nächsten Stream weiter können. Ich weiß nur nicht, wo der ist. Gibt's da eine Aussicht, dass wir die noch finden? Ja. Ich guck gerade überall rum. Der müsste relativ auffällig irgendwo sein. Schade, dass ich nicht mit Tieren reden kann. Sonst würde ich mal mit Katze reden. Achso, den Zauber, den kriegen wir gleich dann. Scratch's tongue lolls out happily, his tail wagging even faster. Und wenn du den Zauber Tiere beherrschen, mit Tiere reden hast, dann musst du, wenn wir in Akt 3 sind, in Baldur's Gate, in Baldur's Tor, musst du dann in der Unterstadt mit jeder Katze reden. Die Katzen haben. Achso, ja. Die Katzen haben meist, die haben manchmal richtig so nur, also die haben die bestgeschriebenen Dialoge. Das ist wirklich so. Die Katzen sind einfach, was die reden. Also die. Ich glaube, eine hat sogar Quests für uns. Also eine. Es gibt Katzen, die Quests haben. Die wurde dann. Ja. Wurde dann für die irgendwie eine. Irgendwie Sachen besorgen musst.
Bei der einen musst du irgendwie Katzen und Mäuse töten und wie das ist da. Was macht Karnach da? Keine Ahnung. Macht ulkige Sachen. Okay, findest du denn durch noch irgendwo, oder? Ja, sofort. Ich habe nur kurz die Zauber angepasst. Das müsste in einem Camp, neben einem Campfire sein. Irgendwo hier. Ich guck gerade mal auf der Map. Wo war das? Ganz oben mehr oder weniger. Ich mache hier ein bisschen Unterhaltungsprogramm für den einen Goblin, der rumsteht. Bin jetzt irgendwie Bade auch noch mit dazu gekommen, geboren. Ich kann spielen. Du kannst Multiclass in Bade gehen. Paladin Bade ist auch relativ gut. Nö, wieso sollte ich? Ich kann schon spielen. Irgendwie habe ich das erlernt durch das Gespräch mit der Tieflingsbadin. Ja. Da brauche ich die Klasse nicht mehr, wenn ich das schon so kann. Die Klasse gibt dir aber Magie und den ganzen Scheiß. Nein, ich Magie brauche ich nicht. Wenn du rüberkommst. Ah, wo bist du? Oben. Doch nicht mehr das Dorf, oder? Doch da oben. Ah. Ja. Ist außerhalb des. Ach, da steckst du. Ah. Kann ich gerade nicht nutzen. Du kannst aber in die Sequenz gehen. A beast fit for an ogre. You notice a peculiar dagger protruding from the tough leathery meat. Was hättest du gern? Okay. Zieh's raus. Oder nicht. Ich mach's kaputt. Schade. You tug at the dagger until the blade snaps in two. The sharp end is still so viel zu durch plus eins. Ja, der wäre nett gewesen, aber die Sequenz ist es halt wert. Du willst das Gewürfleisch noch mitnehmen? Ich versuch's gerade. Sharp metal fragment pokes out of the meat. Schade. Ich hab dem Grillfleisch. Ich hab grad dem Grillfleisch Schaden gemacht. Hä? Aha. Ey. Ist nicht nett. Hier ist das Tagebuch von dem Typ. Das hätte Schaden gemacht, wenn du getroffen hättest. Ich weiß. Thank you.
Das kann ins Auge gehen. Nur ich habe gerade nicht einen durch den Nazi geworfen. Das Spiel können auch zwei spielen. Moment. Du wirfst einfach Geld nach mir. Ja. Du hast da eine Kugel an deinem Bein. Ist eine einzelne Münze. Oh, Moment, man kann. Schade, ich kenne keine Verbündeten damit. Nothing but dirt. Schade, dass man dich, das dir nicht befehlen kann. Ist uns schon so lange langweilig, dass wir Sachen nach uns werfen. Offensichtlich. Dann sollten wir mal speichern und beenden. Nächstes Mal Richtung Goblin Camp oder ist hier noch irgendwas offen? Hier können wir noch die Flüchtlinge retten. Die gibt es im Lager noch ein bisschen. Damon hat noch eine Quest hier drüben. Es gibt im Smart-Teil gibt es noch ein paar Quests, die wir machen könnten. Das wäre die Frage. Und hier oben gibt es auch noch eine Sache, wo von ich weiß, da gibt es diese, wo wir in diesem Haus erfahren, vom Vater von Gale, dass der entführt wurde und so, dass man, da könnten wir noch so Sachen machen. Achso, das ist komplett Lager. Und zur. So Tännchen Efel, da kommt man auch noch einen Goblin. Das sind dann eben Goblin. Ja, zur Hexe können wir noch und so weiter. Was machen wir als erstes? Weil dort oben geht's auch weiter mit da über die Berge mit der Krippe und so weiter. Da müssten wir auch unbedingt mal lang, weil das habe ich bei mir komplett ignoriert. Da bin ich würde sagen, wir gehen erst. Wir machen einfach den normalen Weg, das heißt, wir gehen jetzt erstmal zurück, machen die Quest mit Karlach fertig und. Dann gehen wir zum Haus, darüber ins Underdark, machen das Underdark fertig und dann irgendwann später die Hauptquest. Das Goblin Quell Camp noch nicht, oder? Nee. Aber das Underdark ist doch schon Kapitel 2, oder nicht? Nein, ist es nicht. Aber vom Underdark aus kommen wir in Kapitel 2. Ja, aber man muss da ja nicht hin. Das ist ja alles optional. Das Goblin Camp willst du erst später machen, oder was? Das machen wir zuletzt. Also als nächstes zurück zum. Dann sind die Bosse auch nicht so nervig. Als nächstes zurück zum Tieflingslager, oder was? Ja. Dann noch die Quests abhaken. Oh, eine Münze. Ich müsste mal die sprühenden Farben ausprobieren im Kampf. Das wäre mal was. Die sind nicht so nützlich, wie man denken würde. Da steht 33 Schaden machen die. Das ist schon ziemlich geil. Die machen keine 33 Schaden, das ist ein Buff. Das steht bei mir. Mal bis hier. Blende bis zu 33 Trefferpunkte, Kreaturen. Ja, Trefferpunkte mit bis zu 33. Also, wenn du drei Gegner mit jeweils 10 Trefferpunkten hast, schaffst du alle drei. Wenn du einen Gegner hast mit 33 Trefferpunkten, schaffst du einen und so weiter. Es geht nur ums Blenden. Das ist wie Schlafen, nur schlechter. Ah, ja. Na dann. Gut.
Na, dann machen wir nächsten Samstag weiter. Ja, warum nicht? Oh, hier. Hängt es hier schon wieder auf dem Ladebildschirm. Fantastisch.